Kannst du echt keinem erzählen, Alter. Was ist mit dem Chat los? Hallo? Hä? Was? Ich bin live. Mann, ich hab da restartet. Oh. F5. Aber warum ist der Chat kaputt? Sag mal, geht der hier? Der ist. Ich muss nicht freundlich sein, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Weißt du, was ich hier tue? Sehe ich nicht. Streamlabs? Ich starte mal eben wieder GTA. Guck nebenbei mal, was mit dem Chat ist. Unbedingt nachher mal in die Fritzbox gucken, Alter. Ich weiß doch, was ich tue. Das stimmt, Hatto, das stimmt. Aber weird, im Browser wird der Chat mir angezeigt, aber in OBS nicht. Test, test, test. Egal, scheiß auf Chat, ja. Also im Browser funktioniert der. I don't know why nicht in OBS. Ich kann euch lesen. Da meinte ich nicht damit, ich meinte bei der Anzeige. Alles gut, Chat. Auf dich, Obelix, ja. Das ist weird. Hat die Klappe, Kirin. Waren ja auch genug Subs über sowas. Wir starten immer mit der Ruhe.
ist nicht Ende. So ein Quatsch. Hallo Chrysanthem. Pipi-Pause. Ja, klar. Junge, wie armselig ist das? Ja, der ist gleich. Ich würde mit dem halt essen gehen, nicht? Aber der ist noch nicht da. Was ist los, Mila? Okay, gut. Irgendwie startet schon. Hier, die zwei Fans haben sich zu uns gesetzt. Nein, aber dem geht's. Verpisst euch. Ja, ja, gut. Du pisst dich doch selber. Das dachte ich mir schon fast. Hast du den? Hast du den wenigstens? Ey. Hallo? Wo ist dich? Hey, Mann! Hey, geh doch selber weg. Hast du dir wenigstens nach dem Scheißen die Finger abgeputzt? Was habe ich? Nach dem Scheißen die Finger abgeputzt. Weiß nicht, was du meinst. Also, was kann mich jemand zu meiner Arbeit fahren? Ich sitze die ganze Zeit hier. Okay. Ah, Frau Oma, ich fahre sie natürlich. Widerlich. Ach so, oder so, ja. Wir können dich auch mitnehmen, Oma. Natürlich. Ja, wir können dich alle mitfahren. Oder du fährst mit Mr. Schlumberg. Ich fahre sie alle mit, wenn sie wollen. Ja, 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 toll. Ja, machen Sie das durch, dann können wir ja über unsere Anwaltssachen reden. Was wir, wenn wir anwalten. Mit wem quatschst du? Du und ich. Na, und die können zwei wir uns nach oben lässigen oder können wir uns auch irgendwo so, nochmal einstellen? Okay. Ja, gut, dann. Okay, dann lass bitte nach vorne gehen. Chaos, okay. Chaos. Ja, tschüss. So, wollt ihr mitkommen? Dann steig nur ein. Nee, alles gut, danke dir. Warum sollen die mitkommen? Wir fahren hinterher, Oma. Weiß okay. Ich nicht, ich dachte, das ist nett. Aua. Willst du das fremde Männer mit uns fahren? Nee, ich bin einfach nur, freundlich. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich selber im Auge. Ich hab beobachtet dich. Warum fahren wir da jetzt hinterher? Weil du wolltest doch mit, oder nicht? Nee, ich hätte gesagt, wir können ja fahren. Ja, oui, aber dann hab ich gesagt, okay, dann fährt der die und wir unterhalten uns und dann hast du gesagt, ja, aber wir können ja auch mitfahren und jetzt fahre ich da hinterher und jetzt das auch nicht. Nee, ich hab gesagt. Und ich bin so. Hallo. Ich hab gesagt, wir können ja darüber quatschen, wenn wir nach oben fahren. Oh Gott, wie fährt der denn? Ich glaube, der ist besoffen. Ach, hey, Mini. Hallo, McLovin. Und FSA-Schwein, danke schön für die Grüße am 30. Monat. So ein Quatsch hier. Ein Quatsch hier. Also, was, als ich gerade pinkeln war, was hat er gesagt? Was machen wir jetzt? Wir haben uns unterhalten. Mit den jungen Herrschaften. Meinst du die Freistachse? Was machen sie? Ein Wald, ja? Oh mein Gott. Hoffentlich ist der lieb zu Omi. Ich glaube, der steht voll auf die. Ja. Das ist ein Oma-Slayer. Was ist das? Na, die den Bang-Bass fahren. Nur mit Omis. Dem was? Na, diesen Kuschelbus. Ah, da wo man Süßigkeiten bekommt. Ja. Wann die wohl wiederkommen? Du darfst da nicht rein. Um. Weil Schweinereien. Ich will ja nicht kuscheln, nur Süßigkeiten. Schau mal, Polizei. Oh ja. Nein, nein, nicht in der Hand. Ich weiß jetzt nur nicht, warum wir hier sind. Na, unser Anwalt ist hier. Wir leben einfach. Hallo, wo fahren Sie meinen Chef nicht an? Ja, stopp!
steig sofort nochmal. Wieso? Ich hab mir dann nicht die Tür aufgehalten. Ich hab die Tür nicht aufgehalten, Mila. Okay. Ja. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Was ein Scheimer. Ja. Das ist unser Anwalt, Oma. Ja, Kopfschmerzen. Schön. Gute Besserung. Hey, beruhig dich doch. Warum switch ich überhaupt ins... Das ist kaputt. Ja, und wie geht's euch so? Heute läuft, Jojo. Wird das nicht immer eine halbe Stunde dauern, bis Rage MP gestartet ist, wegen dem super Anti-Cheat, weil der so viel bringt. Super, wunderbar, freut mich. Ja, mir geht's auch gut. Hätte ich mal im Bett geblieben, hätte ich Herr der Ringe weiter. Hallo, Fizzbang. Ach, Mann, ey. Man geht hier im Pier. Ach, Oma, alte Schnüss. Doktorin. Doktor Krankenhausmitarbeiterin, Psychologin Mihakush. Oh. Ja, da habe ich mir gemerkt, ihren Namen sogar, Frau Milano. Mila. Mila. Oh. Darf ich sie trotzdem Milano nennen? Echt, weil da kann ich mir das leichter merken. Nee, Mila. Ja, Mila. Hallo, so Gummibärchen. Oder Tippi. Oder was? Tippi. Tippi. Das ist mein Künstlername. Ach, Sie sind auch so eine Rapperin wie diese Frau Luzi, Chuzi. Nee, ich meine, in Wildcats haben wir ja nicht nur unseren eigenen Namen. Wildcats, wann ist jetzt eure Party? Ich muss mir das in den Kalender eintragen. Nächste Woche ist verschoben wegen Welfen, weil die ja nicht da sein kann das Wochenende. Genau. Also. No. Wow, Wildcats hat sich ja nicht bei mir abgemeldet. Die blöde Kuh. Also, Mr. Schlombeck, was machen wir jetzt? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit, was ich da eigentlich mache. Ja, ich hoffe, dass sie das hinbekommen. Ja, also sagen Sie mal, natürlich. Ich bin, wie gesagt, der beste Anwalt. 100% Winrate. Und wie viele Verhandlungen hatten Sie schon? Eine? Also mal, Bulli. Was? Was ist denn dieser respektlose Ton jetzt? Nein, pass auf, du meine Kerl. Komm mir nicht so nah. Ich komm so nah, wenn ich in einen anderen. Es knallt gleich. Oh, oh. Es knallt gleich, es knallt gleich. Hände knallt, Hände knallt. Ja, ja, könnt richtig. Ihr nicht einfach schnack, schnuck machen. Mach mich nicht wunden, du. Sonst ist die Omi sauerfrech. Alles dann, mach mal. Was? Sind Sie bereit, überhaupt mental für diese Herausforderung gegen den Schnick, Schnack, Schnuck Weltmeister anzutreten? Oh, mein lieber Binzel-Duell, da bist du stärker, denn Ködis. Oh, nein. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnack, Schnuck. Okay. Ein guter Schachzug von Ihnen, habe ich nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ein Profi da drin. Ja. Ich packe alles aus der Trickkiste raus. Das glaube ich, aber passen Sie auf, machen wir Best of 3. Nee, eine Runde nur. Was, jetzt habe ich verloren? Eine Runde nur. Alles oder nichts, $200. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Kerl! Ah!
Ich hab gewonnen. Toll. Da liegt der auf dem Palenzi-Gelände. Das war Schnick, Schnack, Schnuck. Bravo, bravo. Entschuldigen Sie, Herr Anwalt, war das jetzt so eine Schelle, dass Sie nicht... bekommen. Wieso, ich helfe Ihnen mal auf. Anwalt der Armen, kontaktieren Sie soll, wie kann ich helfen? Gut, ist ja noch alles beim Alten, würde ich sagen. Ah, richtig. Ja, ich bin jetzt $200 schuldig, nicht? Weil ich habe noch 100, leider. Ja, 100 sind okay. Sie was, los. Sie hätten sagen können, ja, na, nix brauchen Sie nicht. Seien Sie froh, dass ich keinen Stein genommen habe. Ah, jetzt sind Sie denn... Alle deppert, oder was? Genau, ist dann, ich würde dann einmal weiterfahren, nicht wahr? Die ja, danke, dass Sie mich hierher gebracht haben, Leute. Bussi, Frau, oh Mann. Wirklich, sehr nett, sehr nett. Ja, ich Omi, Ing, ich glaube, es steht auf dich. Ist mir egal. Das ist der beste Anwalt in Los Angeles. Frau Oma, bin ja das wirklich so egal ist. Oh, boy, oh. Du fährst der Gegenverkehr, der Idiot. Was ein Mann. So will ich auch mal später machen. Ja, so grantelig. Ja. Ja, aber ihr geht heute arbeiten. Bleib ja? lang schon für ja, bis genau. im 14. Monat. Achso, schön. Ja. Ich muss auch noch zu Dr. Chuck wegen diesem Schein für die für das Marihuana. Ja, ich wollte auch noch mit denen reden, weil ich wollte fragen, ob der meine Augen lasern kann oder besser Dr. Pinsel, weil der jetzt auf Augen spezialisiert ist. Genau. Ach so, ja, das ist gut, beides gut, glaube ich. Ja. Beides gut werden, ja, ja. Oh, oh, oh. Nein! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ein Taschentuch, mein Kind. Dankeschön. Ja. Der hat mir echt $100 gegeben. Ich zähle das gerade nach. Ja, schön. Nicht Specht, Herr Specht. Wo ist denn die Wave? Ich glaube, die ist zu Hause. Ja, die wollte einen Bingo-Abend mit ihren alten Freundinnen machen. Die sind zu Besuch. Aber warum macht die keinen Bingo-Abend mit uns? Weil die uns nicht ich macht. Weiß nicht. Okay. Macht die bestimmt auch noch. Ja, denke ich mir auch, denke ich mir auch. Ja, dann, ich habe leider nichts zum Rauchen da, oder was ich euch geben kann, Kinder. Ich nehme gar keinen Drogen. Alles gut, ich nehme meistens nur LSD. Ja. Ja. Möchtet ihr ein Stück Kuchen? Habe ich jetzt hier in meiner Tasche noch ein Stück Kuchen? Ja, 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 ich habe Kuchen für dich. Kuchen, oh, danke schön. Selbst gemacht, wir sind auf Diät und können deswegen nicht so viel Kuchen essen. Hier könntest du auch ein Stück Kuchen. Danke. Ja, gut. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zur Arbeit. Hm? Ich komme bestimmt heute noch rum. Vorbei. Ich wollte mit Oma Liesel kommen, damit wir beide einen Termin haben. Aber die Alte, die ist jetzt, weiß ich auch nicht, vom Sessel eingeschlafen, vom Fernseher. Die alte Schabracke. Okay, dann passt auf euch auf, ihr beiden, ne? Ja, ja du auf dich auf. Ja. Ja. Hallo? Hallo? Bullock am Apparat, mit wem also, spreche ich hallo, da? Herr Bullock. Ja, bitte. Sie haben mir doch Ihre da? Nummer gegeben. Richtig, ja, das ist ja auch nicht so, dass ich Ihnen meine Nummer gebe. Ja, bei mir haben Sie die so gebuchstabiert. Buchstabiert habe ich die Nummer auch noch. Ah, Mr. Alfonso, ich grüße Sie. Nein, hier ist Curtis. Ach, Curtis. Ja, das war der Mann ja. von Mila. Von dem Wildcats. Es geht sich um Folgendes. Ja, was kann wir haben doch schon bei der Verhaftung mal drüber gesprochen. Wissen Sie noch? Warum genau? Na, wegen dem Kredit. Ach so, ja, da war ja was. Wir bräuchten $50,000 auf Pump. $50,000 wollen Sie haben? Ja, das ist doch im Prinzip. Also Officer Lüg hat gesagt, das ist für Sie gar nichts. Hat er das gesagt? Ja, der meinte, Sie sind schon von morgen 6 Uhr im Dienst. Also das wäre echt dringlich und wir würden das auch sofort zurückbezahlen. Ja, das muss ich natürlich mit meiner Finanzberaterin
kurz absprechen, auch genannt Miss Bullock. Ach, Sie haben eine Frau? Oh mein Gott. Nein, das ist meine Schwester. Was ist der Unterschied? Ja, nach außen hin sind wir geschwisterlich unterwegs, zu Hause. Naja, ist das was anderes? Okay. Na, das wäre auf jeden Fall, wir würden das natürlich in Raten zurückzahlen, mit Zinsen sogar. Ja, ich denke, da kann ich bestimmt was organisieren. Oh, das wäre cool. Wunderbar, wunderbar, Herr Kusch, ich melde mich bei Ihnen. Ich glaube, ich melde mich nochmal. So in einer Stunde. Weil wunderbar. Ich... Okay. Vielleicht auch in einer halben. Vielleicht 10. Auf Wiederhören, so 10. Mr. Kusch. Bye-bye. Okay, weißt du, was der gesagt hat? Der quatscht mit seiner Schwester. Ich weiß auch nicht warum. Was ist denn das für eine Loser, wo die Schwester die Finanzen verwaltet? Das ist schon peinlich. Und dann rufe ich nochmal an. Aber er denkt schon, dass der was machen kann. Enthalt. Dann können wir deinen Car kaufen. Ja, mein Car. Ja, hochverschuldet wegen dem Auto. Yippie. Aber trotzdem Opfer. Wer? Der Typ. Na, das ist der Schmeinzlocke. Officer Schmeinzlocke. Schmeinzlocke, ja. Ah. Schmeinzelbold. Der glaubt doch nicht wirklich, dass wir das zurückzahlen, ne? Wir melden einfach Privatinsolvenz an. Ja, ich glaube, ich glaube, der vergisst es eh, wenn der so viel Geld hat. Ja. Die Leute vergessen dann immer nach einem Weile, was man so gibt. Das stimmt. Und wohin. Aber ich passe trotzdem deswegen immer auf und kaufe lieber die billigen Cornflakes. Oder wir zahlen das in monatlichen Raten zurück, $100 mal 45 Jahre. Ja, es geht ja, solange bleiben wir einfach Freunde. Genau. Willst du Dr. Chuck gleich anrufen wegen deinen Augen? Bei Schuf und Pinsel. Vielleicht im Dienst. Hängen wir uns. Dann ruf mal Dr. Chuck an. Und was soll ich fragen? Na, ob der einen Augenlaser-OP-Supermann machen kann. Ja, das machen wir gleich mit dem Wurm. Okay. Auto ist immer so laut. Dann verstehe ich den nie. Okay. Ich bin MD 93, ne? Ich hab 94. Angst. Warum? Nein, du bist 94, ich bin 95. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Guck, Leitstelle, Bad. Okay. Und was, ich hab Angst, was, wenn ich dann meinen Bille nicht mehr brauche und du bist eigentlich hässlich, wie die Nacht. Ich bin nicht hässlich. Außerdem kommst du für den im Wärter ein. Weiß nicht. Fick dich. Ich hab dich nur genommen wegen den Innenwerten. Äußerlich bist du eine Aldi-Tüte. Ey. Ist gar nicht wahr. Mindestens Rewe. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab Aldi auch nicht. Also 24/7 bin ich schon. Am Arsch. Warte mal, ist das gut oder schlecht? Ja, huste mich an. Beim Samuel läuft der Bau nicht so gut hier. Mit seinem LRW-Verkauf. Weiß ich nicht. Macht nicht auf. Oder der hat morgens immer auf. Wenn die Farmer kommen. Und die Bauern. Ja. Na, sieh mal einer an. Oh, das sind schon verletzte Menschen. Kein Bock. Kein Bock, dass jetzt Leute verletzen wirken. Oh, da ist unser Auto schon. Na, erstmal reingehen. Na, Kao. Ziehen wir das knappe Schwarz an? Ja.
ich Leute behandle, müssen die sich immer erst ausziehen. Okay. Warum? Das ist für mich sehr wichtig, für mich und meine Sicherheit. Außerdem erkenne ich so besser, was abgeht. Das stimmt. Langärmlich oder kurzärmlich? Lang, oder? Ich würde lang auch machen, ja. Und oder? Ja. Das und weg. Sieht schick aus? Na, Kau. Warum hast du kein... Du musst Schuhe anziehen. Du weißt, ich hab Streit mit denen. Du musst aber... Nö. Und Handschuhe. Ich hab keine Handschuhe. Ja, du musst aber welche anziehen. Ich muss selber welche anziehen. Hm. Wo steht das denn auf dem Leinstimmblatt? Was? Na, welche MD-Nummer ich bin. Weiß nicht. Guck in PC. Okay, ich bin 94. Na komm! Was denn? Da. Akte. Ich hab schon geguckt, bin 94. Ja, sag ich doch aber. Sag ich doch aber. Nee, du sagst, du bist 93. Komm, wir gehen in Kantine. Ja. Oh. Hallo, kann man Ihnen helfen? Howdy, Partner. Howdy, Partner. Yo, howdy. Howdy. Ja, ich geh auch mal über den Tisch hier kurz, ne? Jo. Nein, uns kann man nicht helfen. Kai. Obwohl, dem Herrn da drüben, der möchte eine Darmspiegelung. Darmspülung. Nee, also jetzt nicht, ne? Also, der Wasserschlauch draußen ist sauber, können wir machen? Ja, dann. Ja, let's go. Nee, hier der Cowboy-Hut, der hat auch so schöne, zarte Hände. Ich hab gedacht, da machen wir das mit, ne? Also Wasserschlauch, das klingt jetzt ein bisschen brutal, ne? Na, wir sind im Norden. Ihr seid echte Männer. Ja, aber gleich ein Wasserschlauch, also... Und Sie sagen, Sie kommen nicht aus dem Norden? Mit so einer Wasserspritzpistole anfangen? Nee, direkt rein in den Schlauch und Vollgas. Das muss ja auch nicht ausgespült werden. Mit oder ohne Gas? Na, ohne Gas. Okay. Mit Wasserdruck. Also so viel Druck, dass dann vorne alles schon wieder so und so? Ja, ich klar, das muss, davon. Erst wenn der Dreck aus den Ohren rauskommt, sind sie geheilt. Und das ist... Das ist gesund? Ja. Aha. Haben wir denn da auch einen Heilpraktiker, der es bestätigen kann? Ich will ehrlich sein, wir haben so gut wie nur noch Alkohol im Kühlschrank. Was? Ja. Das ist voll für Shepherd's Pie, den hab ich gestern erst gekauft. Ja. Braucht ihr was ja, zu essen? Ja, das auch noch, aber sonst ist da wirklich nur noch Whisky und der ganze harte Stoff. Also wenn du was zu essen brauchst, ja, ne, guck mal, ich hab da was dabei für dich. Ne? Also mir das kannst du bestätigen, dass eine Darmreinigung mit dem Wasserschlauch gesund ist? Ja, bitte. Ja, das auf jeden Fall, das ist alles gut, das Wasser hier im Norden ist recht rein. Und unsere Scheuche auch. Sind Sie Heilpraktikerin? Ich bin Therapeutin, Heilpraktikerin, Praktikantin und ich bin allwissend fast. Okay, ja, das klingt ja schon mal gut, ne? Da muss ich mal fragen, wie verträgt sich denn so eine Darmspiegelung mit meinen Globuli? Ne? Also ich süße mir mein Müsli morgens immer mit so, ja, 100 Stück Globuli, ne? Und geht das oder kriegt er irgendwie den Ausschlag am Arsch? Das ist ganz unbedenklich. Also auch wenn sie Ausschlag bekommen, ist das kein Problem. Wir haben eine Salbe dagegen, genauso wie auch gegen Arschpilz. Das habe ich zum Beispiel sehr hartnäckig. Und also da müssen sie sich keine Gedanken machen. Normale Pusteln gehen natürlich schneller weg als Arschpilz, weiß ja jeder, aber so... Runter da! Sag mal, Doc, wachsen ihr Magic Mushrooms am Arsch oder was hat sie da gesagt? Das ist so wie Fußpilz. Nur am Arsch. Ja. Vor allem zwischen den Bergen. Ja, richtig. Die werden auch nur einmal im Jahr geerntet. Ja, die werden und dann ballern die richtig, ne? Mit einem Kukri. Ja. Kukri. Ja. Mit so einer großen Machete. Und dann werden die an Hippies verkauft. Mit so einem Buschmesser.
Ja, richtig. Also, was machen wir jetzt die Damenspiele? Ja, oder? Also, was muss das, muss. Ne? Ja, dann aber dann würde ich auch gleich gerne einmal übernehmen. So Prostata-Vorsorge oder so, ne? Wenn man ein bisschen ins höhere Alter gekommen ist. Ja, wir haben aber leider keine Boxhandschuhe hier. Die sind im Pillbox. Ach, du hast ja deine, sind ja jetzt gerade erst angezogen, dann einfach eben kurz bücken an was Warmes denken und Flipflop und dann... Da boxen? Ja, Caro! Bist du bescheuert? Du machst das jetzt, was du wirst in unseren... Das ist, Entschuldigung, ein... Warte, erstmal muss ich meinen Paycheck zählen. Na, Caro. Nur deshalb arbeite ich überhaupt hier. Wer nicht? 2,50. 140. So. Ist da noch ein Zehner bei? Nö. Ja, okay, stimmt. Ich das wär... Oh, ich hab schon wieder einen bekommen. Sag mal, du wirst dich jetzt um unsere Patenten kümmern. Also soll ich jetzt Prostata-Untersuche machen? Ja. Ja, also ich sag mal so, ne, so beiläufig, ne? Also wenn man schon mal dabei ist, dann kann man ja gleich mal, ne? Ja, okay. Also, dann müssen wir ja, wie das ist, ne? Dann im wir höheren durch. Alter muss man ja okay. einmal Kontrolle machen, ne? Dann einmal bitte, dann gehen wir in den OP-Saal. Aber gleich OP? Na, klar. Ja, natürlich. Auch reicht der Gartenschlepp? Ich muss doch das chirurgische Fernglas holen. Ja, alles ja, natürlich. Ja, super. Ich rufe noch ein paar Leute an, die kommen. Ja, klar. Kein Problem. Kannst du nicht deine Kamera holen? Da vorne stand noch Sally. Ich hol die auch noch. Sieh schon mal deine Hose und deine Unterhose aus. Ja. Versuch dann einmal Hose runter und bücken. Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich mache eben das, nee, nicht so bücken, richtig. Ja, entspann dich mal, man muss ja erstmal die Hose ausziehen, Mann. Pass auf, sonst kriegst du gleich eine Klatsch, meine Köln. Wie, was? Ich mach eben das chirurgische Fernglas fertig. So, warte. Das muss nämlich sterilisiert werden. Nimm mal den Boxershort langsam runter, ne? Gott, das sind ja aus der Mine von Moria. Lass mich mal schauen. Ah, gesunde Behaarung auf jeden Fall. Ja, danke. Sehr schön. Wenn du da ein paar Hobbits, ne, siehst, ne? Ja. Nimm die gleich mal mit, ne? Sicherheitshalber. Beutlin, Auland! Wundervoll. Mila, ich sterilisiere kurz das Fernglas. Okay. Müssen noch eh noch warten, bis die anderen Bilder da sind. Er hat ein bisschen an den Spitzen der Arschhaare, es ist ein bisschen trocken. Okay, dann bereit. Also, auf jeden Fall vielleicht. Das sind Klabüsterbärchen. Alles gut, dann nehmen wir dafür ein gutes Shampoo noch, dann kannst du ihn dann auch noch ausreißen. Willst du den eincremen? Shampoonierst du erstmal ein bisschen Spülung dazu? Warte, ich soll den Arsch shampoonieren? Natürlich. Okay. Wir kümmern uns hier voll und ganz um unsere Patienten. Danach käme ich ein und ein bisschen Puder natürlich auch. Ich hoffe, du machst das nicht nur mit den Händen und nimmst auch schön Schwamm, ne? Damit das angenehm wird, ne? Na, Caro macht der alles. Oh ja, wundervoll. Bin ordentlich, muss ja. Okay. Hast du auch so eine Ohrenhautreibe? Hornhautreibe? Ja, die Hornhaut von den Arschbacken. Wir haben irgendwo so einen Bohrer dafür. Vom ganzen Motorradfahren kriegt man ein bisschen Hornhaut am Arsch, ne? Ah, das verstehe ich. Ah, da ist sie doch. Hier, bitteschön, ne? Also, Moment mal. Womit soll ich jetzt anfangen? Also, muss ich mich erstmal durch die Hornhaut kämpfen? Ja, die reibst du am besten erstmal ab. So, dann kommt der Schauch. Chat, Triggerwarnung, das wird gleich richtig unangenehm. Ja, ich hör zu. Dann soll er einmal husten. Und du packst ihn, du weißt schon, ne? Muss halt alles passiert. Was sind denn die Schaulustigen hin? Die kommen bestimmt noch. Dann würde ich sagen, champonierst du sein Popo, bisschen Spülung noch dran, dann cremig und bisschen Puder kommt dann auch. Okay. Ich sterilisiere mal hier. Ja, genau. Hustebilder drauf, Kampf und Neuanfang. Ich bin halt krank. Okay. Ja, gut. Immer diese Krankheit. Ich glaube, wir fangen an, oder? Station. Oh. So, ich leg erstmal alles hier hin. Ja. Was ich brauche. Schau dir auf die Finger, ob du richtig machst. Ja. Ja, gut. Es geht los! Es geht los, wir sind bereit. So, wir schauen hier zu, dann können wir hier reden. So, wir müssen uns jetzt erstmal durch die Hornhaut kämpfen. Haben Sie das verstanden? Ja, leg los, Junge. Ich warte nur. Okay, nicht zusammenzucken. Nee.
Oh mein Gott, da kommen richtige Brocken runter. Ja, ich sag dir, ich merke noch gar nichts, ne? Also tief bist du noch nicht gekommen, ne? Oh, Moment, den muss ich anders einstellen. Außerdem ist meine Sekretärin gerade kurz auf Toilette. Ja, ist kein Problem. Einen Moment, Moment, bitte. Ja. Ja, ja, klar. Ausgerechnet jetzt hat Milan Crash. Das dauert jetzt erstmal eine halbe Stunde, Alter. Ich muss unbedingt mal mein Soundboard fertig machen. Dem habe ich vorhin 100 Loli verkauft. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nö. Gegen überhaupt nichts? Vielleicht kann ich den Leuten hier auch helfen. Ich war oder bin Psychologe. Also bisher nicht. Ne? Vielleicht finden wir ja eine. Vielleicht helfe ich dann manchen Leuten noch. Weil ich glaube, sie brauchen nämlich eine Betäubung. In den Arsch? Ja, das in den Arsch, genau. Ohne Betäubung ist das doch immer viel schöner. Also sie haben ziemlich viel Hornhaut in dem Bereich. Ja, also weiß ich, ne? Ich weiß nicht, habt ihr denn ein bisschen hier so Ketamin für die Nase? Du weißt schon, ne? Ich hätte so ein bisschen Jelly-Creme. Brauchst du die? So für den Anlauf? Wir haben Erdnussbutter. Ja, das ist glaube ich, besser. Ne? Also für die Hornhaut kannst du einfach den Winkelschleifer nehmen, ne? Einfach ab. Ja, habe ich gerade schon in der Hand gehabt. Ja, aber cool. Das war umständlich, weil der Patient nämlich oben lag. Gleich müssen sie vor dem Tisch stehen, okay? Nee, ja, das ist kein Problem. Ich habe gedacht, ich stelle mich erstmal oben rauf, und? Damit du besseren Ausblick hast, ne, auf die Miete von Moria. Okay, check. Und bitte nicht stöhnen, okay? Also du meinst so sexy-mäßig, ja, oder? Nee, überhaupt gar nicht in die Richtung. Was war das denn? Was ist jetzt eigentlich mit der Show? Ich habe dafür bezahlt. Ja, wir machen jetzt weiter. Meine Assistentin ist zurück vom Klo. Oh, ja. Okay, ich gehe... Ja, gut. Dann stellen Sie einfach... wieder in Position, ne? Ja, genau, Moment. Ja. Bist du schon durch mit dem Schlauch? Noch lange nicht. Sehr gut. Wir mussten auf dich warten. Kau. Ja, wir haben nur auf dich gewartet. Oi. Boah, das raspelt aber darunter. Ah, ja. Also die Betäubung ist wirklich großartig. Oh, ich merke gar nichts. Sie haben noch gar keine Betäubung. Oh Gott. Wir sind da erstmal bei der ersten Schicht. Oh mein Gott. Ja, Gott, ich sehe, wie es rieselt. Ne? Da ist ja schon ein kleiner Berg unter dem Arsch. Das ist... Doch, hat keine Tour, Alter. Oh, da müssen wir mit härteren Sachen ran. Das müssen wir abbauen. Wieder das Erzgebirge. Ich merke noch nichts, ne? Ja, wir sind immer also noch bei der ersten. Ja, hol mal ein bisschen mehr Schwung, Jung. Machst du auch hier Bizeps und so? Moment. Hi-ho, hi-ho. Wir sind so wieder froh. So langsam kommen wir auf die zweite Schicht. Ja. Oh, die Picke passt zum Bad, ne? Und nimm den Akkubohrer. Ja, wir müssen erstmal durchschweißen hier. Oh ja, jetzt wird es langsam ein bisschen warm. Ne? Ja. Aber erst es ist aushaltbar. Erst ist bei der dritten Hautschicht merken Sie was. Ja, ist okay, mir geht's gut. Ist das eigentlich richtig? Ihre Assistentin beobachtet das sehr. Ja. Moment, ich mache aber auch sauber. So, jetzt gehen wir mit Stufe 5 rein. Oh mein Gott. Mila, du saugst alles ab, ne? Taro. Okay. Eieieiei. Boah, ich glaube, ich sehe da ein paar Mithrilerz-Dinger. Oh mein Gott. Scheiße. So. Muss ich nochmal abwischen? Wie lange fahren Sie denn Motorrad, dass Sie so eine Hautschicht da haben? Hallo? Ist das schon so 30 Jahre, ne? Okay. Müssen das befeuchten. Ja, jetzt läuft das in die Schuhe. Ja, das. Wir müssen das feucht halten. Sonst tut's gleich weh. Richtig. Wir sind schon fast bei der dritten.
einen dritten Haut-Check. Oh, ja, okay. Mila, hilf, melde. Aber nicht so viel in die Mitte, ne? Okay. Gerade da muss man schön viel auf machen. Die Bäckchen. So. Moment, ich hol das Licht. Okay. Ja, super, Müller. Super. Oh ja, oh, jetzt ist schön warm, ne? Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir gleich betäuben. Warte, Mila, kannst du das Licht ablegen und mir den Meißel holen? Bitteschön. Dankeschön. So, jetzt geht's eiskalt durch. Merken Sie schon mal? Ja. Ja, jeder Schlag geht tiefer, ne? Ja, das muss tiefer. Wir müssen ja zum Eingang kommen. Vorsicht, ja. Ich bin super vorsichtig, deshalb habe ich die Brille auf. Achtung, fast abgerutscht. Fast gegen das Ei geklopft. Der will hier am Ende Gelände. Die kriegen echt eine Betäubung. Ja, die hätten wir nicht vorher nehmen können. Au. Ich muss mal kurz was anderes holen. Jetzt müssen wir uns durch das Gebüsch prügeln. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Nimmst du durch das Gebüsch. Wir sollten echt mal auf ihre Körper gehen. Pass auf, wenn du da in die Mitte schlägst, dann in die Kämme rollst. Quatsch. Oh Gott. Mein Gott, das ist ja ein Dschungel, ist das. Hol schon mal die Schaufel. Wie viel kommt der da runter? Boah. Kann man einer eine Schaufel holen hier? Der muss ja mal weg. Kannst du fast gar nicht mehr trinken. Ja, da kommt der Schlauch, aber dafür brauchen wir gleich die Betäubung. Brauchen wir eine Schubkarre hier drin? Nein, der muss das mehr abtransportieren. Boah. Und immer mit Ruhe. Ne? Ja, bam. Oh, okay. Ja, das ist schön. Das ist Betäubungscreme. Ja. Ja. Da kriegen Sie jetzt gleich die Spritze von mir. Oh, okay. Mhm. Oh, beides? Oh, das finde ich gut. Ja. Beides, ja. Natürlich. Für jedes Bäckchen aber eine Spritze, ne? Ja. Ja, wundervoll. So, hier noch Betäubungscreme drauf. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm. Nee, da habe ich heute schon Unangenehmeres erlebt, muss ich sagen. Vor allem im Norden. Ja, also jetzt eher speziell hier in dem Raum. Okay. So. Okay, Mila, ich gehe kurz die Spritze holen. Ach so, ich wollte jetzt nein. Schon rein. Aber na gut, dann... Wir müssen das doch... Ja, alles gut, ist ja nichts passiert. Nimm den Schlauch wieder raus. Der wird immer dünner. Schnell. Oh. Ich merke nichts, ne? Also. Alles gut, nichts passiert. Ich merke wirklich gar nichts, ne? Also der Arsch ist so taub. Also. Ach siehst du, wir haben gar keinen Spritz mehr. Wir haben jetzt dieses Spray. Ah. Oh, da steht aber auf der Verpackung, für 2 Minuten schütteln. Wir sind schon fast durch. Ja, jetzt gleich kommt der Schlauch rein, dann werden sie durchgepustelt. Ich hab Zeit, ne? So ist nicht. Morgen fühlen sie sich wieder 20 Jahre jünger dann. Da bin ich gespannt drauf. Das ist dann für sie, als würden sie das erste Mal auf dem Motorrad gehen. Ja. Ich hoffe, ich kann morgen überhaupt noch gehen. Mach klar. Empfehlen sie uns gerne weiter. Mir hast du die Creme dabei, ja, ne? Aro. Da muss er sich aber gleich komplett nackt machen. Ficker der. So sollte... Okay. Betäubungsspray. Guck mal, wie die Eier flattern. Oh, nicht an die Eier. Nee, nicht dahin. Das muss betäubt werden. Wieso willst du denn die Eier betäuben, Mensch? Na, falls sie abrutscht. Oh, jetzt hast du mir auch noch was an die Kuppel gemacht. Also, sag mal. Jungs, sei doch vorsichtig. Bisschen besser zielen damit, Mensch. Mann. Mila, kannst du dem Slap geben, gucken, ob alles betäubt ist? Oder warte, ich mach. Warte, ich mach schon, okay? So, 1, 2. Bist du bereit? Wofür? Na, ich slap jetzt dein Ass. Um zu gucken, ob alles betäubt ist. Ja, aber warum sagst du denn vorher Bescheid? 2, 3. Und? Hast du schon was gemacht? Ja, warte, ich mach was anderes. Nö.
Merkst du das? Gar nicht. Nö, nö. Ist du sicher? Also machst du schon? Kannst du mit jetzt, jetzt mach, Junge, jetzt okay, mach super. Doch mal. Dann steck schon mal rein. Kann ich mal her? Okay, warte mal, ich helfe mal mit beim Spreizen, ne? Ja. Sonst hätte ich kurz eine Geflügelschere geholt. Okay, hab ich. Okay, so, dann ich halt hier oben fest und kipp rein, ja? Okay, du kippst rein. Alles klar. So, und schön den Mund offen lassen, damit das Wasser durch den Mund rauskommen kann. Ja. Kann sein, dass das ein bisschen blubbert. Und es kommt. Es kommt, Wasser marsch. Na, stopp. Stopp. Zieh das Ding wieder raus. Ja. Wir haben was vergessen. Warte, denn? Scheiße. Wir müssen doch... pass auf, ich nehme jetzt hier den Schlauch und dann müssen wir den Patienten zum Abgussapfel bringen. Der muss doch da rein, das ganze Wasser. Sonst ist der ganze OP gleich überdings. Also einmal nach links. Ich halt weiter hoch. Genau, einmal mit dem Kopf über den Abfluss hier. Mit dem Kopf. Ja, ich drehe mich um. Ja. Okay, und... Vollgas. Ja, es zeigt seine Wirkung. So, das Ding ist leer. Wir brauchen noch einen Kanister. Noch einen Kanister? Ja, wir brauchen noch einen. Der ist so dreckig von innen, das ist ein Schwein. Na, Mila, hol mal das große Fass lieber. Das große Grüne. Wir brauchen ein härteres Zeug. Das große Grüne. Das große Grüne? Ja, das muss da irgendwo rumstehen. Das kippen wir direkt in den Schlauch rein. Das hier nicht? Nein, das Grüne. Das ist doch Dings. Zahnpasta. Oh. Ach, da, das hier. Ja, genau. So genau ganze, das. Okay. Oh, meint ihr, das ist gesund? Ist das homöopathisch? Na klar. Das ist alles schon getestet. Komm mal näher ran hier. Ja. Komm hier hin. Ich tue den Schlauch da rein. Okay. Und Wassermarsch. Oh mein Gott. Wasser. Zum Glück habe ich Handschuhe an. Ui. Sollen wir das auch direkt bleachen? Ach, der kann ja gar nicht antworten. Alte Blubberbläschen. Ja, dann bleach einfach. Der sieht aus. Jo. Deine Augen sagen ja auf jeden Fall. Das stinkt wie ein Bauernhofgülle. Okay. Soll ich rausziehen oder so? Scheiße, war das Lachgas? Aufgedehnt. Ich steck mir den ganzen Arm in dem drin und der findet das lustig. Okay. Ich merk gar nichts, ne? Okay, ich zieh jetzt den Schlauch raus. Oh, ist überall Wasser, du sollst dir. Ich glaube, wir müssen nachbetäuben kurz. Oh mein Gott. Also wenn du jetzt für ein Drogenkartell arbeiten würdest, dann würdest du echt kiloweise rüberschmuggeln können. Das sage ich dir aber. Auch nochmal ein Kilo. So, Mina, wir ziehen jetzt so dritt die Schläuche, okay? Ah, warte kurz. Oh, also ich merke gar nichts, ne? Super, ne? Ja. Okay, ich zieh das raus. Eins, zwei... Drei. So, hab sie. Sehr gut. Die können wir direkt wegschmeißen, die kannst du nicht wiederverwenden. Die haben Löcher. Hey, das lief doch echt super. Ja. Dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben. Ja, war für mich auch das erste Mal. Immer schön, erste Male miteinander zu haben. Ne? Ja. So. Puh. Jetzt machen wir das Loch wieder zu.
Hast du auch Spachtelmasse mit? Ja, haben wir doch bei. Sehr gut. Jetzt musst du dich gleich aber trotzdem mal ausziehen und hinlegen. Weil jetzt kommt gleich Milas Wundercreme. Achso, ne, ich hab schon gekriegt. Hast du schon? Ja, ja. Okay. Puh. Dann tue ich das mal hier. Ganz schön viel Dreck, ne? Ja, aber ist doch super. Du denkst, ja, also, du denkst wir sind schon vorbei, ne? Wir müssen nicht jetzt nur durchleuchten. Damit wir, ja, damit wir sehen, dass innerlich nichts kaputt gegangen ist. Ich schau vorne. Jetzt eine Kamera in den Arsch. Mila schaut vorne. Und ich leuchte von hinten alles durch. Moment, noch sehe ich nichts. Scheint du kein zu sein. Warte. Ja. Sieht super aus. Also unterm Kuppel scheint alles gut zu sein. Können wir noch mal eine Darmspülung machen? Nur mein Hals ist ein bisschen trocken. Nein. Nicht schon Müller. Das wäre dann ungesund. Das kostet dann aber echt viel. Ich gebe, ich muss kurz zum Schrank. Okay. Oh, also ich fühle mich wirklich gleich 5 Jahre jünger, ne? Ja, wundervoll. Oh, ich mache ihm noch ein Tattoo. Ja, klar. Was denn? Also kriege ich eure Mila Initialen auf den Arsch, Curtis oder? We're here. Also von innen oder von außen? Nee, schon so von innen nach außen. Sie bekommen jetzt noch Medikamente. Wir bekommen einen für vorne, einen für hinten. Habe ich natürlich in Ärzteschrift geschrieben, also man sieht es nicht so gut, aber. Ach, sehr gut. Kann ich jetzt wieder. Hier, falls die Betäubung mal länger anhalten sollte und sie ein Date haben. Danke. Ja, tatsächlich habe ich da eins. Ich glaube, wir sind fertig, oder, Milo? Oh, echt? Oh. Ja. Oh. Oh, schön. Arbeit. Also gleich ein ganz anderer Mensch, ne? Ja, lassen Sie mal die Hose aus und dann gehen wir mal auf den Gang und gucken, ob Sie laufen können. Den Gang hoch und runter. Ja, also wollen Sie mich vielleicht ein bisschen stützen? Nö. Sie sollen das ja ohne Stütze schaffen. Ja, ich fühle mich noch nicht so ganz sicher auf den Beinen. Ich kann Ihnen hier ne? so einen Gehstock mitgeben. Also noch nicht so, also so, ja, ich versuch's mal, ne? Okay. Ah. Oh, also kann nämlich sein, dass wir falsch abgebogen sind. Oh, es tut noch ein bisschen weh beim Gehen, ne? Ja, das kann auch passieren, dass so ein kleiner Durchzug sein wird, wenn sie draußen sind. Genau, das pfeift dann in den Ohren. Ja, ich fühle mich komplett durchgespült, ne? Also so, ja, also so die Bäckchen, das reibt so ein bisschen, ne? Ja, das muss. Ja, also okay. Das vergeht auch wieder. Ja, doch, also geht's, ja. Und ziehen Sie einfach den hier noch mit? Ja, genau. Das zahlt doch Ihre Krankenversicherung. Ja. Meinen Sie, dass ich wirklich einen Krückstock nehmen sollte? Ist für, also Vorsicht. Genau, Teamarbeit vor Sicherheit. Genau. Ja, meinen Sie? Ja. Bei uns ist es sehr wichtig, dass Sie natürlich auch sicher auf den Beinen sind. Oh, das ist es aber sich sehr, sicher sehr, auch niemand, sehr, dass sie sehr, lustig sehr, machen. Sehr, sehr lieb von Ihnen. Sehr, hallo, Dr. Chang. Hallo. Wir haben bei dem Herrn eine Darmspiegelung gemacht. Ach, ja. Großartig. Ja, hallo, Dr. Chang. Und sind Sie zufrieden mit uns als Doktor? Also, unglaublich gut, ne? Also, ich muss sagen, also aus medizinischer Sicht ist bei dieser Behandlung jetzt nichts, also da keine Einwände, ne? Das war also... Professor. Wie aus dem Lehrbuch, also wirklich. Dann seid ihr quasi Darmspüler. Wie nennt man das? Darmspüler? Wir sind Darmspüler. Darmspiegelung, okay. Meister. Also, das trifft sich eh gut. Der Herr Schlongberg möchte jetzt vorbeikommen und verweseln. Hier muss irgendwas drehen mit euch unter uns. Okay. Dr. Chuck, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja. Der Pins ist ja nicht mehr im Dienst und da wollte ich fragen, ob Sie wohl für mich eine Laseroperation machen könnten, damit ich vielleicht nicht so lichtempfindlich mehr bin. Also ich gehe mir mal meine Hose holen. Ich fühle mich hier unten so ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, das Pinsel
Also er fängt am Dienstag bei der Polizei an. Bis dahin ist er noch da. Ja, aber das, also das zum Beispiel heute fühlt er sich auch nicht gut. Wobei ich glaube, der macht eher bei Raven bei der Bingo-Party mit. Ja. Heimlich. Also vielleicht können wir das ja heute noch machen. Dann machen wir das jetzt gleich. Oh, echt? Ja, ich ziehe mich um und du legst dich schon mal dahin. Okay. Wie muss ich meine Bille schon abnehmen? Nein, noch nicht. Okay. Und wie fühlen Sie sich? Oh, also wirklich, wirklich grunderneuert, ne? Ja, also super. Ich werd jedem diese Klinik hier weiterempfehlen, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall kompetenter als die in der Stadt. Ja, das würde ich allerdings wir auch packen sagen. Noch, wir bei Baker packen noch richtig an. Also ich würde Ihnen aber auch empfehlen, also vor der nächsten, ich sag mal, vor dem nächsten Eingriff, ne? Aha. Also würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie doch mal an den Kühlschrank und schnappen Sie sich mal 2 Flaschen von dem Nordbräu, ne? Schnell auf Ex, ich sag Ihnen, dann arbeiten Sie viel flüssiger. Ja, okay, weil ich mir zu Herzen nehme. Das geht dann leichter von der Hand. Ja. So, also ich habe jetzt noch so ein, also die Blase ist voll, die muss jetzt auch mal entleert werden. Macht ihr das auch, oder? Hier ist die Toilette, ich denke, das ja, da können Sie ja selber. Okay. Ja, gut, alles klar. Ich kann eine Lupe hier holen, dann helfe ich ihm beim Halten. Ja, alles klar, okay. Ja, viel Spaß euch. Ich glaube, also ich glaube, da brauchst du, ne? Ja. Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Hände. Dr. Chuck, komm sofort. Ich bin so aufgeregt. Wir haben das super gut gemacht. Der Mann fühlt sich komplett erneuert. Weißt du, was wir mal machen sollten? Was denn? Eine Fäkalientransformation. Wie macht man das? Na, man nimmt den Köttel von einem anderen gesunden Spender und dann fügt man den bei einem anderen Menschen mit nicht mehr intakten Darmsymbiosebakterien, fügt man dem ein und dann erholt er sich. Das habe ich gesehen bei South Park. Ja, warum nicht? Ja. Eigentlich habe ich mein ganzes medizinisches Wissen von South Park. Ich auch. Kannst du mich eincremen? Okay. Dein Gesicht soll ich eincremen? Ja, bitte. Okay. Dankeschön. Schneller? Ich geht schon. Okay. Ich creme sie gerade ein, Dr. Chuck. Ja, cremen ist immer wichtig. Ja. Wo hast du diese hübsche Brille her? Die gibt's nicht zu kaufen. Die habe ich. Aber ich kann Ihnen die auch besorgen. Oh, das wäre toll. Ja, machen wir später. Okay, Curtis, mach mal das Licht ein wenig dunkler. Soll ich ein bisschen Barry White auflegen? Ich denke nicht. Ich dimme das Licht, okay? Dr. Chuck, sagen Sie, wenn Stopp. Stopp. Danke. Okay. Gut, Mila. Ich nehme mal vorsichtig deine Brille ab. Ich zähle meinen Paychecks. Wir sind gerade übrigens nicht in seinen Dings hinten reingegangen und haben irgendwas Komisches gemacht mit dem, ne? Seit wann hast du denn immer so empfindliche Augen? Seit bestimmt 5 Jahren. Da habe ich mal in die Sonne geguckt. Okay, hattest du einen Unfall? Nö, ich wollte einfach in die Sonne gucken. Mr. Schlomberg, das ist ein sehr steriler Raum. Ja, sagen Sie mal, ich bin doch sauber. Ich werde veroperiert. Guten Abend, Mr. Schlomberg. Wir operieren gerade. Wir operieren gerade zurück. Die Augen von Mila. Was? Die haben nämlich eine Hornhautverkrümmung. Oh Gott. Und das Licht empfindlich. Gucken Sie da nicht rein. Mila. Gucken Sie da nicht rein. Achtung, die Beruhigungstropfen wirken langsam. Ich fange das schon richtig. Ich halte fest. So, tief ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Entspannen. Gucken Sie da nicht rein, Mr. Schlomberg. Nein, ich. Sie erblinden. Tief ein- und ausatmen. Entspannen. Oh mein Gott. So, ist das normal, dass der Augapfel so groß wird? Ja, was? Das ist okay. Das sehe ich für mich. Okay, nicht, dass der gleich platzt. Ich will keinen Piraten als Fall. Nein, das kriegen wir schon hin. Nein, sie bleibt wunderschön. Wunderschön. So, Mila. Ich verbinde das kurz mit dem Pflaster. Dankeschön.
Ist das so ein super neues, modernes Lasergerät? Ich glaube, es ist schon ziemlich alt. Oh, dann kriegst du ein Pflaster aufs Auge. Wie der Philipp damals im Kindergarten. Genau. So, Mila. Das Pflaster bleibt jetzt 5 Minuten drauf. So lange siehst du nichts. Es könnte sich halt herumführen. Okay. Oh. Nur die bleibt dann für liegen. Aufstehen. Oder du bleibst liegen und wir machen hier das Gespräch. Kann ich denn noch wieder Licht sehen? Ja, ich denke schon. Danach sollte alles wieder gut sein. Oh, cool. Oh, Mr. Schlomberg, willkommen in Palette. Sie dürfen sich umdrehen. Darf ich mich hier umdrehen? Ja. Folgendes. Ja, wissen Sie, also ich habe ja da was angedacht für Weaselnose, nicht für einen Beitrag. Folgendes. Eine Home-Story da in Ihrem Krankenhaus. Wissen Sie, was ich da wie die ganzen berühmten Leute halt durch die Gegend gehen? Also, ah, das ist mein lieber Raum, also da sitze ich immer drin, da denke ich auch gerne mal nach und sowas und unterwegs und sowas. Und dabei bauen sie ein, dass sie beide gemobbt wurden und jetzt da beim Herrn Chuck ein liebes Zuhause gefunden haben. Aha, das klingt gut, oder Mila? Ja. Hast du mir zugehört? So, Jesus Christus. Nein, wie soll die denn noch zuhören? Die kann nicht sehen. Ah, ja, richtig, haben sie einen Punkt. Na, dann, was halten Sie davon, Mr. Doktor, Mr. und Mrs.? Also, ja, ja, ich hole noch meinen Assistenten dazu, meinen Stellvertreter, den Herrn des Hauses. Und dann machen wir hier so eine Soap. Sehr gut. Ja, das können Sie auch machen. Sollen wir die Noobs nennen? Was? Noobs. Ja, ist ein super Name. Kackboons. Nein, nicht Kackboons. Nee, wir müssen super special Medicare. Ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Machen Sie uns berühmt. Ja, natürlich. Können wir da auch ein bisschen stechen gegen das gegen Ex-Pillbox-Chef? Ja, bitte. Nichts lieber als das. Dass wir da keine Ausbildung bekommen haben. Ja. Und hier gucken Sie mal, die Mila hat dann ein Herz gemalt. Weil wir nämlich morgen an einem Herz operieren werden. Aber Sie beide operieren an einem Herz. Wir haben gerade eine Darmspülung gemacht. Kann man die Person auch kennenlernen? Bestimmt. Da würde ich mich ja gerne aufs Testament schreiben lassen. Das gilt nicht, der will dann sterben. Der belebt. Was? Wir haben eine 99,9%ige Überlebenschance bei uns, oben Baker. Moment, das heißt, es ist schon einmal wer gestorben sogar. Mensch, der Herr hat gerade die Darmspiegelung bekommen. Ja, also muss ich sagen, ne? Hochprofessionelles Fachpersonal, ne? Mhm. Also habe ich auf jeden Fall gleich für eine Beförderung vorgeschlagen, ne? Dankeschön. Oh, also... Ja, auf jeden Fall muss sein, ne? Danke. Gut, Ladies and Gentlemen, ich verabschiede mich, es war mir eine Freude, ich fühle mich gleich 10 Kilo leichter, ne? Ja. Und nur so 6 bis 8 Jahre jünger, ne? 23 also, Kilo kamen daraus, haben wir gerade gebogen noch. Ja. Sollen wir Ihnen das einpacken, oder? Eine halb verdaute Ratte. Also, der Herr mit dem pinken Shirt kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, ne? Also, da gewinnen Sie nochmal 5 bis 8 Jahre, ne? Was haben Sie denn da machen lassen? Eine komplette Darmspiegelung. Spülung auch. Spülung und Spiegelung, ne? Mit Prostata-Untersuchung gleich, ne? Genau. Und Hornhautentfernung am Arsch, ne? Das haben wir auch gemacht. Ja. Gucken Sie mal, er erklärt sich gleich bereit. Der ist ohnmächtig vor Glück geworden, dass er dem jetzt beiwohnen darf, ne? Tiefer. Da wird mir mal schwarz fragen bei solchen Ekelgeschichten. Gut, ich mach mich mal auf den Weg. Das war mir eine schöne Geschichte. Ich hab mal ein Video gemacht von der Stadt. Chef, dem Herrn Ulf, nicht wahr? Haben wir einen Bericht darüber gemacht, ein ganz lieber Bericht. Aber das will ich nie wieder sehen, sowas. Ja. Was machen wir hier? Wissen Sie, was ich mir da gedacht habe, Herr Chuck? Dass Sie sich da vielleicht auch mit den Mitarbeitern im Hintergrund in die Eingangshalle stellen und dann sagen Sie sowas wie: Ich gebe nur Hallo, die Pflaster, Amerika, willkommen in meinem Krankenhaus. Ich bin's, Doc Chuck, und das ist meine hippe und agile Crew. Und heute führe ich Sie mal ins Krankenhaus und zeige Ihnen, warum das der beste Arbeitsplatz in ganz Amerika ist und warum Sie sich auch noch heute von Obamacare abmelden sollten und privat versichert werden. Obamacare? Also sind aber nicht privat. Wir gehören zum MD. Was? Wir sind staatlich finanziert. Ja, genau. Ich muss Sie enttäuschen. Oh Gott. Dann sagen Sie einfach, Sie wären privat. Na, das sind ja dann Fake News. Ja, gut, dann sage ich, Sie sind privat. Dann obwohl, Sie Dr. Chuck, wenn wir das Gerücht verbreiten würden, dass wir privat sind, dann können wir Spenden entgegennehmen. So auf schwarze Patte. Eigentlich.
Dann fahren wir bald alle ein Luxusauto. Ich weiß nicht, ob wir so viele Sie müssen Spenden das nicht kriegen. Sagen, Herr Chuck, aber ich schreibe das in die Überschrift, dass Sie privat sind. Dann habe ich das gesagt und nicht Sie. Und Sie sind fein raus. Gehen die Pflaster so, Milo? Dann muss ich, dann tue ich nachher so, als ob ich alles abstreite. Richtig, sehr gut. Ach, so läuft es. Alles dann, kommen wir mit. Oh, Dr. Chuck, Sie haben mir übrigens eine falsche Nummer von einem Patienten gegeben. Okay, ja, dann. Der mit dem Schuck auf, das war nicht Tyler, sondern irgendein Johnny. Okay, dann vergiss es einfach, der hat sich hier nicht mehr gemeldet. Ja, Nuki, okay. Nuki. So, komm mir mit, ihr müsst mir da helfen. Ah, wir müssen mir helfen. Los geht's. Ich bleib bei Mila kurz. Jetzt. Nein, sie hatte noch Pflaster auf dem Auge. Aber ich kann nicht sehen. Ja, dann müssen wir sie also dahin tragen, los. Okay. Oh Gott. Können wir blinde Kuh mit der spielen? Oh nö, nicht Hallo. Blinde Kuh, ich bin voll Schächterin. Wir sind vorm Krankenhaus, ja komm. Was passiert dir? Wir haben uns noch nicht mal im Dienst gemeldet, mussten dringend eine Darmspiegelung machen. Ich auch nicht. Achso, ich würde sagen, wir stehen hier. Bleib und stehen. Was machen wir hier? Ah, das sind ja Hypnosepatienten für mich. Ihr. Du schaffst es sicher mit dem Herrn Schlangenberg. Ach, aber sie müssen auch aufs Bild. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich distanziere mich dann von allem. Was soll ich? Schämen Sie sich für uns? Nein, aber ich habe immer Angst vor solchen Leuten, dass das immer auf mich zurückfällt. Ja, tatsächlich. Ach, wir sind richtig gut befreundet mit dem Herrn Burke. Das ist der Chief of Justice. Ja, ja, ich kenne ihn auch schon. Das ist gut. Kann mein Pflaster schon ab? Muss Dr. Chuck entscheiden. Was? Kann mir das Pflaster ab? Ja, und damit. Das ist okay. Eins, zwei, drei. Und siehst du was? Warte, ich muss mich jetzt mal gewöhnen. Wie viele Finger zeige ich? Oh, fuck you. Mr. Schlangenberg. Mr. Chuck, Doc Chuck. Alles dann. Haben Sie es, sind Sie bereit. Dann vielen Dank, ich mache mich mal wieder auf den Weg. Na, wissen Sie was, Sie machen mit. Sie sagen einfach, Sie sind da gerettet worden und Sie waren kurz vorm Sterben und diese Herren da und Damen haben Sie gerettet. Deswegen dürfen Sie leben. Was Sie wie mit Bille. Das ist gar nicht so hässlich, ja, wie ich Angst nicht. Hatte. Also, wofür ist das denn? Das ist für Weasel News. Das ist alles sehr seriös. Für Weasel News? Richtig. Wir starten CEO und Mitgründer, steht vorhin an Saul Schlangenberg. Ach so, Sie sind gar kein Mediziner. Doch, das bin ich nebenbei. Ach so, okay, okay. Alles dann, mach uns damit. Warum bist du so angespannt? Alles gut? Nee, ich müsste jetzt weiter. Aber vielen Dank. Ich versuche professionell auszusehen. Ah, das ist gut. Ansonsten melde ich mich bei Ihnen. Am besten Luft an. Ist sehr enttäuschend. Aber gut, ich wünsche Ihnen was, ja. Ja, schönen Abend. Wie heißen Sie? Ja. Da vorne. Haben Sie mich gerade Arschloch genannt? Nein, ich habe Sie nicht Arschloch genannt. Ich habe Arschloch gesagt. Ich glaube, ich habe da was anderes gehört. Ja, klar, ich kenne es in der Kirche. Da war ich habe Arschloch gesagt. Wissens, was soll ich denn auf die Pappen hauen? Sie wollen sich jetzt mit mir prügeln hier? Ich Hallo, nicht, keine Gewalt. Sind. Gewalt ist keine Lösung. Doch, im Norden darf man sich schon prügeln. Ach du meine Güte. Ich hab gar nichts gemacht. Das sagen sie alle, die Kriminellen. Ja, volle Möhre Beinchen gestellt. Ich hätte Anzeige gegen sie. Und das ist nicht gut, er ist Anwalt. Wie, was? Sie haben keine 100 Dollar mehr. Hier wissen Sie, der Automat unten am Flughafen nicht. Der hat mir ein wenig das Geld aus den Taschen gezogen. Wissen Sie was, wie Sie die 100 Dollar sonst begleichen können? Indem Sie da bleiben und für den Bericht sagen, wissen Sie, die Herren da waren so nett, die haben mich gerettet und dank meiner Privatversicherung habe ich überlebt. Nein, 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 nein. Ja, dann muss ich. Was? Dann muss ich Sie anzeigen. Ja, dann probieren Sie das doch. Was ein Arsch. Mr. Schlummer, wir können nur den Tyler davon fragen, wir kennen den.
Was, Sven? Die mach, da vorne, die im Gang stehen, die machen mit. Ah, das ja, sind Freunde. Dann machen wir es mit denen an. Der hat den Psychopathen hier eingeladen. Der ist ja komplett verrückt. Ich kann wieder ohne mein Bille sehen. Ja, ich wurde gerade operiert. Gelenkt. Kann keiner. Oh, hi. Okay. Was Sie eigentlich sagen müssen, sobald der Doc Chuck mit seiner Rede fertig ist, müssen Sie sagen, und auch ich danke Ihnen, werter Doc Chuck, denn dank Ihnen lebe ich und dank Ihrem Verein lebe ich und meiner Privatversicherung lebe ich. Das ist ein bisschen zu lang, können Sie das auch kürzer machen? Nein, Sie müssen nur der privaten Versicherung und dem Herrn Doc Chuck danken eigentlich, sonst wären Sie gestorben. Okay. Ganz wichtig, Sie müssen sagen, Sie wären gestorben. Okay. Alles dann. Doc Chuck, kommen Sie mal mit, Sie stellen sich am besten. Ba. Mach so, als würde ich arbeiten. Wir kommen ins Fernsehen, Tyler. Wie ist das denn? Wer ja, aber wir leben retten jeden Tag. Ja, cool. Ich habe auch vor so 4 Tagen. So, Doc Chuck, stellen Sie nach daher. Daher. Wo ich jetzt stehe. Ja, richtig. Ja. Wie geht's euch sonst so? Wuden, ja. Ja. Eigentlich. Ja. Die Mitarbeiter sieht man alles, als wären sie in einem interessanten Gespräch vertieft, nicht wahr? Und würden gerade medizinische Sachen bereden. Was sollen wir machen? Weiß nicht. So, ich bin super high. Alles dann, Doc Chuck, Sie wissen Ihren Text. Ach, ich zähle von meinem Paycheck. Lauter reden. Doktor. Schalpes, danke schön für den Wiesam 41. Monat, was wir sehen, keine Ahnung. Stopp, ich hab nur gefragt. Und Gemmo, danke für den Prime Sub 15, Bruder. Und Taxi, danke für den Prime 28. Okay, warten's. Milda, kannst du gut sehen? Und ich zähle einen Countdown. 3, 2, 0. Guten Abend, mein Name ist Chuck Chomsky. Ich bin Ihr Hausarzt. Willkommen in unserem Krankenhaus in Perlito. Ja gut, Sie haben jetzt komplett hinten den Einsatz verpasst. Achso, ich dachte, das wäre eine andere Perspektive oder cut, so. Cut, stopp, noch einmal. Darauf ist meine Kohle, ey. Das verkacke ich nicht. Super, Jungs, super. Guten Abend, mein Name ist Chuck Chomsky. Ich kann auch Ihr Hausarzt sein. Willkommen im Palito in unserem Krankenhaus. Ja, und dank Dr. Chuck und meiner privaten Krankenversicherung bin ich noch am Leben, yo. Die ist gar nicht privat. Das ist halt der Staat. Ja, ist so gecuttet. Alles dann. Jetzt machen wir eine andere Perspektive. Stellen Sie nicht daneben diesen Schädel. Jetzt sagen Sie gleich sowas wie, pass auf, und heute nehme ich Sie mit meiner Crew. Also die Crew muss ich jetzt alle hinter den Tresen stellen, hinter den Herrn Chuck. Ja, ich auch, oder? Nein, Sie können nicht zur Crew, verdammte Scheiße. Ja, aber gut, Herr Chuck, knien Sie sich hin. Dr. Chuck, knien Sie sich hin vor die Tür. Nein, ich bin ja ein Erster untergleichen. Ich stelle mich da in die Reihe. Aus dem Weg, sonst stehe ich nicht in der Kamera und meine Oma kann mich nicht grüßen. Alles dann, Sie sagen jetzt sowas wie, und heute möchte ich Sie begrüßen, werte Amerikaner, werte stolze Patrioten, zu einer, weiß ich nicht, Führung durch mein Krankenhaus. Nein, das sagen Sie, zu einer Home-Story in meinem Krankenhaus. Okay, sind Sie bereit? 3, 2, 1. Guten Abend, herzlich willkommen zu einer Home-Story in unserem Krankenhaus in Palito. Viva la America! Genau. Ja, dank Dr. Chuck und meiner gesetzlichen Krankenversicherung bin ich noch am Leben, yo. Gesetzlich, Sie Arschloch. Halten Sie den Button. Das ist privat. So. Das ist privat. Hast du Lust auf ein Fisch? Mila, was ist los? Oh mein Gott. Sicher Fisch hier. Oh, Entschuldigung, Übelkeit. Ach, Übelkeit. Ich bin aufgeregt. Ich kann Dr. Chuck bestimmt auch heilen. Alles dann, gehen wir los durch Ihre heiligen Hallen. Wobei, Sie können gleich über diesen Raum was sagen. Was ist denn da Ihre Geschichte zu diesem Raum, Herr Chuck? Das ist eine Rezeption. Ja, da müssen Sie eine liebe Geschichte erfinden vielleicht, wie Sie da einer alten Oma geholfen haben, irgendwie zu überleben. Ian, sag du mal was. Ja gut, dann machen Sie gleich die Geschichte über diese Rezeption. Alles dann.
Tres, du, Uno. Als ich mal eines Morgens in diesen Raum kam, hat sich ein Vogel hier drin verflogen und ich habe ihn gerettet. Das war ein schöner Tag. Und es kam noch eine Oma hier rein mit einer Schusswunde am Kopf. Genau, die auch noch. Die wäre fast gestorben, aber wir vom Baker konnten sie retten. Dank der gesetzlichen Krankenversicherung war das alles kein Problem. Und der guten Ausbildung von Dr. Chuck. Genau. Cut, 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 cut. Sind wir mit dem scheiß Gesetz, Herr Chuck. Obamacare, Sie dürfen keine Werbung für das machen. Wirklich. Das ist verboten bei Weselnose. Wir dürfen das nicht. Wir müssen nur private bewerben. Ja, Sie können dann doch immer ein Tonband drüberlegen, wo dann sagt, private Krankenversicherung. Genau. Richtig, genau das werden wir machen. Das ist eine fantastische Idee eigentlich. Ja, da ist dann. Danke. Kommen wir weiter. Nächster Raum. Wir haben eine Ewigkeit. Oh Gott, das ist echt schon anstrengend. Wir wollten mein langes Leben retten. Ich könnte jetzt das tun wir auch. Sagen. Ich muss aber durch, Entschuldigung. Oh Gott. Auf meine Oma schaut den Sender. Was alles umsonst? Soll mir jemand am offenen Herzen operieren? Ja, das ist gut. Wissen Sie was? Keiner, komm rein. Ja? Wir schneiden dich nur kurz auf. Ja. Was? Wir tackern nicht wieder zusammen, keine Sorge. Ja, und du liegst so da und leg dich da hin und sieh dein Hoodie aus. Darf ich mich aussehen für dich, oder wie? Boah. Mach jetzt, sonst klatscht das, aber kein Beifall. Ja, aber dann gehen wir später Fischchen, ja, ne? Was? Ich mach eine Kerze an, jetzt verdammte Fisch? Scheiße. Fisch? Ja, Fisch. Komm schon, Milo und ich operieren dich. Ja, okay. Dann kann Dr. Schlumbeck eine Aufnahme machen. Weil Mila kann jetzt auch wieder sehen, dank Dr. Chuck. Oh. Das muss auch in den Film rein. Ja, richtig, das müssen wir erzählen. Eigentlich auch in diesem Raum. Na, hier auf dem OP-Tisch. Oh, bei hier. Wissen Sie, sagen einfach gleich, dank Dr. Chuck wird dieser Patient leben und dank Dr. Chuck kann auch die Frau Miller wieder sehen und sowas. Die Geschichten dazu sind so sehr emotionales, müssen sagen. Wer denn ich? Warten Sie, lassen Sie mich nah dran. Ich muss wirklich die Wunde muss ich sehen. Ah. Für die Kamera. Dr. Chuck, gehen Sie am besten da hinten zwischen die. Richtig. Alles wird Nein, gut. Nicht dahin, da hinten zwischen ihre Mitarbeiter. Ja, du musst irgendwas nehmen, was wir arbeiten. Alles wird gut. Alles dann. Moment, Mr. Schlumberg. Milano, hinstellen, sofort wieder. Was ist denn mit Ihnen? Karl, ich muss hier nur so aussehen, als würden wir hier auch wirklich was machen. Alles dann. Tres, du, Uno. Dank Obamacare können wir auch diesen Patienten retten. Cut, 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 cut. Halten Sie, wissen Sie, okay, ich sage Ihnen was, Sie bewerben die Privaten nicht, aber Sie sagen auch nichts mehr zu Obamacare. Sie können ja wieder was anderes drüberlegen. Ja, aber das wird langsam anstrengend. Ja, Sie schaffen das schon, Sie sind ja Techniker. Babbeln. Alles dann, nochmal von vorn. Tres, du, Uno. Was wollen Sie denn jetzt hören? Also, Dr. Chuck, langsam. Wissen Sie was, machen Sie Werbung für Obamacare, wie es lustig sind. Alles dann, machen Sie jetzt diesen Scheißbeitrag über diesen Raum. Ja, ach Gott, du, Uno. Also, willkommen in unserem Operationssaal. Hier behandeln wir kleine Verletzungen. Wir verlieren den Patienten. Mhm. Na, scheiße, Cut. Wir brauchen neun, der ist tot. Was? Mein Stichwort. Wir wollten improvisieren, aber hat nicht funktioniert. Irgendwie war das falsch. Oh Gott. Dank Obamacare können wir uns einen Defibrillator leisten und bringen diesen Patienten wieder zurück ins Leben. Trotz der hohen Strompreise. Warte, wann geht's denn wieder los? Oder sind wir schon drauf? Der ist ja noch immer auf der Hände und glauben Sie, ich breche wegen einem Tod ab. Der ist ja gar nicht tot. Ja, so, schade. Steh auf und tanze. Zeig, wie du lebst. Nein, können wir nochmal neu anfangen? Nein, Moment, das gibt es erst am Ende, eine Tanzszene, wo sie dann alle so lustig tanzen wie bei Hollywood. Können wir nochmal neu anfangen? Das muss ja ein bisschen professionell sein. Okay, Freunde, aber jetzt raffen Sie sich alle einmal, okay? Tres, du, Uno. Ich weiß meinen Text immer noch nicht.
Der Chuck, sie sind einfach sie selbst, nicht was? Sie sind einfach ein Mediziner aus also Herz und also Seele. Ich bin kein Chirurg, ich kann niemanden operieren. Na, sagen Sie doch sowas wie, dank meines professionellen Teams können wir auch diesen Patienten retten. Sehr gut. Ja, das klingt großartig. Dank meines großartigen Teams können wir auch diesen Patienten. Und dank Obamacare können wir diesen Patienten retten. Ja. Danke, Obama. Sie sind ja alle, also, weiß Taylor, nicht. Geht's dir gut? Sie improvisieren. Ja, das kitzelt ein bisschen. Nochmal. Ach Gott, und Dr. Chuck ein bisschen aussagekräftiger. Ja, ein bisschen überzeugender. Richtig, also, drehst du uno. Dank meines hervorragenden Teams können wir auch diesen Patienten wieder retten. Somebody cares. Ja, Obama hoffentlich. We care. Obamacare. Also wirklich, Sie sagen, wissen Sie, improvisieren wie ein Fahrplan. Entschuldigung, jetzt reicht es mal langsam. Wir gehen in den nächsten Raum. Sind wir hier schon fertig? Ja, richtig. Das wird der größte Scheißraum der ganzen Story werden. Da. Dankeschön, Alter. Bin ja vorgelegt. Keep rolling, 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 rolling. Dann muss jetzt Tyler was sagen. Von wegen ihm geht's super gut, dank der medizinischen Beratung aus dem Baker. Ja, leg dich sehr her. Gut. Genau, legen Sie nach hinten. Warte, müssen wir da dran. Wir müssen ihn ja auch verfegen. Warum? Moment. Ja, Moment, ey. Na, wir kümmern uns ja um unsere Patienten. Mit Luxus. Wir haben nur Alkohol im Kühlschrank. Wie ist mein Text? Ich kann das nicht, ne? Okay, warten's. Sag sowas wie, dank der professionellen Behandlung aus dem Baker in Paleto, werde ich wieder kerngesund. Nein, nicht mit dem Baker. Sie sagen, dank der professionellen Behandlung von Doc Chuck. Ja, das merke ich mir. Hoffentlich. Alles dann, drehst du inne. Achso, fang schon ich an, oder wie? Scheiße. Boah, cut! Ich dachte, irgendwer anders sagt mir was vorher. Du musst anfangen, Tyler. Achso, sag doch jemand das. Dreis! Du, ja, dank der guten Behandlung von Dr. Chuck geht's mir wieder besser. Und natürlich dem ganzen Team aus Paleto Baker. Möchte jemand Tee? Also, Entschuldigung, ich glaube, sind sie denn alle eigentlich nur deppert? Warum? Das muss ich euch ganz ehrlich fragen. Was ist denn mit denen? Glauben Sie, so ein Beitrag ist mit zwei Sätzen fertig, oder wie? Ja, dann kommt das nächste Zimmer. Ich dachte, sie schneiden den zusammen dann so. Ach Gott. Ja, so ja, richtig. Sie sagen ein Satz, nächstes Zimmer. Und da haben wir fünf Sätze und das ist das ganze Krankenhaus fertig, oder was? Ja, ja. Dazwischen kommt die... Na, sie jetzt gehabt haben, müssen das doch zu einem Kunstwerk machen. Aber ja. Gut, stimmt. Dafür haben wir viel Zeit für Werbung zwischendurch. Haben Sie schon recht. Alles dann. Weiter geht's. Nächster Raum. Oh, sehr gut. One also, take, Gott, leg ich das richtig, ab. Sie waren so gut, da müssen wir nicht noch einmal. Was ist mit dem anderen? Der kann auch mal drauf. Hilfe. Verbrecher. Da ist ein psychischer, der kann man filmen. Wo? Da drinnen. Wieso hast du eigentlich keine Schuhe an? Achso, das ist unser Kollege. Gedacht, sie sind ausgebrochen. Ach, Dinkelberg. Ja gut, dann gehen wir in den anderen. Könnte ich zurückgeben, aber ja. Das nächste sind Toiletten. Hi. Sehr gut, aber die Toiletten, da kann man sicher was Perverses dazu haben. Da kommst du auch entfernt. Ich habe eine Idee zu den Toiletten. Ja. Mila könnte sich vorbeugen, so tun, als würde sie kotzen und sagt dann, ich bin im sechsten Monat und trotzdem arbeite ich. Ja, sehr gut. Machen wir Notizen oder nicht? Ja, oder nein, ich mach das. Nein, das machen sie wirklich, das ist gut. Das zeugt von einem starken Amerika. Trotz meiner Schwangerschaft arbeite ich trotzdem. Sehr gut. Und ich stehe daneben und sage, ich bin der Vater. Ja, sehr gut. Ein Santa. Ja, warte, ich mach Daumen nach oben. Alles dann. Hauken Sie Moment, dann wieder. Moment. Sehr gut. Alles dann. Dreis, du, uno. Ah,
Trotz meiner 6-monatigen Schwangerschaft arbeite ich dennoch gerne für Dr. Chuck. Ich bin der Vater, nicht Dr. Chuck. Wisst ihr, ich glaube, das war wirklich der beste Raum dieses ganzen Krankenhauses. War das gut? Das war sensationell. Okay. Können Sie unsere Gesichter blurren? Was? Okay, Mister. Okay, wollen wir noch die Küche machen oder gehen wir gleich auf den Hubschrauber? Sie haben eine Platz? Kirche. Küche. Küche. Achso, die Küche. Ja, was möchtest du in der Küche machen? Ja, machen wir da, ja, kann er sich was sagen. Was lustig ist zur Kirche, Küche. Hier gibt's den besten Alkohol. Und die Viecher. Oh, ja, richtig. Und guten Viecher. Sagen Sie alle saufen, drücken wir das alles nicht mehr durch in dem Laden. Oh, Eiscreme. Oh. Wissen Sie was, Dr. Chuck, Sie können so sagen, dank meiner italienischen Wurzeln serviere ich da auch die beste Eiscreme der Stadt. Danke, meine Texas. Nein, jetzt noch nicht. Warten Sie. Und jetzt alle ein bisschen improvisieren gleich. Also, 3, 2, 1. Dank meiner texanischen Wurzeln gibt es hier die patriotischsten Eissorten, die man sich nur vorstellen kann. Wir wurden ausgezeichnet in der Zeitung für das beste Eis im Norden. Dr. Wow. Chuck. Wow. Und nicht nur das, wir haben auch den besten Alkohol für den Dienst. Und Fieche Viech. Genau, Thunfisch ist wichtig. Thunfisch. Super Abschluss, Thunfisch. Sehr gut. Weiter geht's, nächster Raum. Verdammt. Tempo, Tempo, Tempo. Kriegen wir überhaupt was dafür? Nein, also Entschuldigung. Oh, ein Büro. Dem Teller sagen, dass er wahrscheinlich sterben wird. Ja, genau. Aber dann kannten wir das so, dass wir ihn halt heilen in der Operation. Genau. Wissen Sie was? Sie könnten dem auch sagen, dass der stirbt und dass er sterben wird. Und dann fängt er an, irgendwie Crystal Meth zu kochen in einem Wohnmobil gemeinsam mit dem anderen Kollegen. Und da wird eine ganz große Story draus. Na klar, komm. Ich fühle mich wie bei Netflix. Ja. Oder ich setze mich auf dem Teil und fotografiere meinen Arsch. Na, also ich spiele Gitarre im Hintergrund. Ich glaube, da bräuchte ich meinen Unterricht wieder, oder? Wir brauchen traurige Musik. Dr. Chuck muss auf seinen Bürostuhl. Ja, und der Herr Teller muss auf den Stuhl auf der anderen Seite. Dr. Ja? Chuck, setzen Sie ihn ein aufs Büro. Sessel. Nein, dürfen Sie nicht. Es ist Sex-Appeal für die Zuschauer, nicht wahr? Ja, na, jetzt nicht so, Herr, mit dem Rücken zur Kamera sind steppert oder was anderes, Sessel. Alles dann, drehst du. Moment! Ach Gott. Hey, Moment! Da, Jesus. Haben Sie es? Ja. Okay, drehst du, Uno. Mr. Taylor, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie eine sehr schwere Krankheit haben. Ach nein! Taylor! Sie werden sterben, also, mein Sohn. Jetzt die traurige Musik, bitte. Danke. Sie werden sterben, mein Sohn. Taylor! Bald gibt's von ihm keinen Ton mehr. Vielleicht können wir dich noch operieren. Los, ab in den OP-Saal, mein Lieber. Ab in den OP-Saal. Super. Boah. Du hast so gut gesungen, Mila. Dankeschön. Ja. Und kannst du mir mal kurz ein Lied runterlegen? Ja, natürlich. Ja, ach so. Wissen Sie was? Und da werden wir dann den Beitrag dran schneiden von gerade vorhin, was Sie denn gerettet haben. Ja. Mit der Bohrmaschine. Und dem Besen. Ja, das ist richtig. Gekitzelt, ey. Ja, na alles, dann gibt es noch irgendeinen Raum, den Sie da, ja, also, ein oder ein Abschlusswort. Sehr gut. Ja, irgendwas dramatisch, wie Sie landen und dann steigen Sie aus und dann sagen Sie... Vielleicht kann Curtis mit Ihnen eine Runde fliegen. Ja, das sicher, super Idee. Ich kann mit Ihnen durch dann den Tunnel fliegen. Dann tut ihr so, als hättet ihr Tyler hinten drin. Ja, nicht den Tunnel. Ich darf nicht mehr durch den Tunnel fliegen. Warum? Bist du nie durch den Tunnel geflogen? Niemand ist hier durch den Tunnel geflogen. Niemand ist durch den Tunnel geflogen. Niemand ist durch den Tunnel geflogen. Aber wir könnten auf den Berg fliegen
und so tun, als würden wir Tyler da retten für die Anfangsszene. Und wer ist jetzt bei wem hinten drin? Na, du fliegst dann mit Mr. Schlungbeck, Mila und mir. Und wir fliegen auf den Berg und tun so, als würden wir dich retten. Und dann kommen wir hier an und Dr. Chuck kommt schnell, um zu helfen. Das klingt gut. Ja. Alles dann, auf geht's. Darf ich fliegen, Mr. Chuck? Ja, selbstverständlich. Wer ist denn das? Meinen Pullover holen. Warte mal, Dr. Hähnchen? Ja. Sie waren beide Darmspiegeln dabei? Ja. Na, dann haben sie ja gesehen, was sie machen. Oh mein Gott. Boah. Was, wo soll ich denn hinfliegen? Auf den Berg oder nicht? Oben. Ich warte vorne. Ach. Du musst hier hochkommen. Erst. Aber Moment mal. Ja. Was ist jetzt überhaupt der Plan? Also wir fliegen auf den Berg oder wie? Wo geht denn Dr. Chuck hin? Dr. Chuck wartet hier, damit er später den Patienten abholt. Ach so, okay. Ja, obwohl, was ist, wenn ich fliegen, vorne sitze für die Actionbilder? Das ist besser, wenn sie vorne mit der Kamera ist. Richtig. Mr. Schlommeck, ich fliege nicht durch den Tunnel, das wurde mir verboten. Wissen Sie was? Jetzt der Chuck musste ja, was der Chuck nicht weiß, macht er nicht heiß. $1,000 bar auf die Hand. 2000. Bis gleich, Miss Dr. Chuck. Alter. Und ich heb ab. Ja. Nichts hält mich am Boden. Mr. Schlaumark? Ja. Okay, dann fliegen wir einmal durch, okay? Aber Sie müssen das aufnehmen. Ja, natürlich. Wissen Sie was? Einen ich hab die Kamera auf Sie. Sagen Sie ein paar schöne Worte, bevor Sie da durchfliegen. Ja, vielleicht kann mich dann Dr. Chuck dann wirklich retten. Sagen Sie was, Herr Pilot. Na, wir kommen natürlich an jeden Unfallort. Selbst mit dem Helikopter. Sagen Sie noch von vorn. Cut. Was? Jetzt. Wir kommen an jeden Unfallort. Unfallort. Egal wo, egal wie. Ja, Leitstelle, ich hab Sie verstanden. Mein Gott, also Jinx. Aufnehmen. Ja, läuft. Okay. Lord Jesus. Oh, wir verfolgen den Motorradfahrer. Ich komme an jede Unfallstelle. Aua! Genau das habe ich befürchtet. Hier haben wir die verletzte Person. Wir kommen. Ganz großer Helikopterunfall. Hier ist die verletzte Person. Mila, ich brauche deine Hilfe. Wie wollen Sie das denn jetzt dem Dr. Chuck erklären? Was denn? Ja. Der Helikopter hatte eine Fehlzündung. Mir geht's gut. Ja, zum Glück habe ich mich angeschnallt. Achso. Na, filmen Sie das doch, Mr. Schlumberg. Ach jetzt, wo wir schon mal hier sind mit dem brennenden. Am besten nicht das Ambulanz vom kaputten Helikopter mit drauf. Hallo, Sir, können Sie uns hören? Können Sie uns hören? Was ist mit Ihnen und dem unbekannten Helikopter passiert? Was ist passiert? Wissen Sie es nicht mehr? Nein. Mila, guck mal nach irgendeiner Blutung, bitte. Oh, er blutet sehr stark. Wir brauchen Creme. Dann habe ich sowas erlebt. Bing. Okay. Ab ins Baker. Ab ins Baker. Zum Dr. Chuck. Ja. Aber Moment, Sie haben da jetzt weitergemacht. Ich habe gar nicht weitergefilmt. Wie? Was? Wie? Hä? Warte mal, Moment mal. Kurze Frage, geht's allen gut? Das geht doch gar nicht. Wie? Ich war angeschnallt, ne? Ich auch. Hat sich niemand verletzt?
Ich bin komplett mental fertig. Also. Ich habe so eine Vorahnung gehabt. Moment. Also, keine Sorge, ich bin Therapeutin. Also allen geht's gut, ja? Mhm. Niemand hat sich verletzt. Keiner hat Feuer gefangen. Ich meine, wir waren ja nur einen halben Meter über dem Boden. Ja, er ist rechtzeitig abgesprungen, hat sich abgerollt. Erst jetzt machen Sie was für die Kamera. Entschuldigung, Sie ist. Kai, dann zählen Sie. Langsam mal. Na, zähl, du Penner! Also erzähl, ich hab voll gehört. Du musst zählen. Oh mein Gott, Mila, wir haben hier eine verletzte Person. Es hat wohl irgendwas mit dem unbekannten, roten, abgebrannten Helikopter hinter uns zu tun. Oh, Menin, er... Kat, nochmal neu. Ich bin nicht gut im Reden, okay? Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also langsam liegt es auch unbequem. Nochmal neu, bitte. Okay, drei. Mila, wir haben hier eine schwer verletzte, nicht so schwer verletzte Person. Ich fasse es nicht. Ja, das werden wir schon so zusammenschneiden, dass das passt. Oh Mann, Mila! Und der erste Ding war ganz, gar nicht so schlecht. Ja, euch geht's allen gut, ne? Nein, mir geht's eigentlich ziemlich scheiße sogar. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Also physisch oder? Ja, richtig. Zeigen Sie mal. Beim Abrollen? Ja, schauen Sie, ich habe mir den kompletten Arm aufgeschnitten. Aufgeschnitten? Ja, ich war in Vietnam. Ah, zeigen Sie mal her. Rede du einfach meine Stimme, was ist sicher? Oh. Aber ich glaube, das ist nur Einbildung. Es seht aber wohl nichts am Arm. Aha. Sicher, dass die Uhr nicht vielleicht zu eng ist? Ja, das kann natürlich auch sein, nicht wahr? Also sollen wir das jetzt nochmal neu aufnehmen oder nicht? Oh mein Gott, ja. Dann rede nur ich. Ja, wissen Sie was, wir haben schon so viel aufgenommen, da können wir das auch noch machen. Ja, ich mache die Geräusche, dass mir nicht gut geht. Ja, richtig, machen so. Ja, die habe ich ja auch schon gemacht gerade. Ja, stellen Sie da hin, Frau, was ist denn? Oh, hier jetzt, aber das geht mir mal hin. Ja, Mensch, die kriegen das doch voll hin jetzt, dass sie da einen qualitativ hochwertigen Beitrag machen. Ja. Alles klar. Okay. Drehst du. Mila, wir haben hier eine leicht verletzte Person. Das hat was bestimmt mit dem ausgebrannten, unbekannten Helikopter hinter uns zu tun, der in einem Tunnel steht. Hallo, Sir. Oh mein Gott, wir müssen ihn schnell einkämen und dann ins Baycabbing. Genau, zu Dr. Chuck, denn bei Dr. Chuck ist man gut aufgehoben. Ja, der beste Arzt in ganz Los Santos. Können Sie ihn zahlen? Da können Sie ihn zahlen. Ja, sieh, ja. Der Patient hat keine Blutung. Oh mein Gott, da kam ein Fahrrad durch die Tunnel gefahren. haben Sie eine... Nein, der blutet nicht. Geht's Ihnen schon wieder gut? Let's go. Pat ins Krankenhaus. Okay. Jemand muss Dr. Chuck anrufen. Hallo? Mr. Schlumberg? Achso, das ist genau so dem Dings. Ja, rufen Sie an. Ja, nein, ich glaube, das wird ein super Beitrag werden für Wetzelmus. Dr. Chuck? Gut zusammenschneiden, Willis. Ja, oh, der hat aufgelegt. Ich glaube, wir müssen laufen. Hat der schlechte Laune deswegen? Ruf Chicken Wing an. Ruf Chicken Wing an. Okay. Was Chicken Wing ist? Kommt's mir erst Chicken Wing? Ich hatte mich weggedrückt. Oh, da kommt ein Taxi. Oh, Achtung, Taxi, anhalten. Oh nein. Schönen guten Morgen. Ja, guten Tag. Dr. Hähnchen, wir hatten Westwind. Fahr, das sind verrückte Fahr. Oh Gott, die wollen uns was. Bleib doch mal ganz ruhig. Soll ich die Medics erstmal mitnehmen? Ich muss sowieso zum Pillbox. Medics? Warum denn die Medics? Nehmen wir das Milch mit. Ich hol die ab. Mit aber wir sind vom Baker. Von Dr. Chuck. Ja. Ja, nehmen Sie einfach Mr. Schlungbeck mit. Vielleicht hol dir die. Also die Polizei, die soll das abschleppen, nicht dass es hier, ne? Was denn? Ich meine, ich sehe gar nicht. Ja. Stimmt. Oh. Sonst, ja. Dr. Hähnchen, können Sie das machen? Sagen Sie einfach. Nein, sagen Sie einfach, da ist etwas. Das fliegt doch bestimmt nur.
Ja, einmal ein bisschen drüber polieren, dann geht's wieder. Fahren Sie einfach. Es ist übrigens Daypoint, okay. Die rufen, fahren Sie los zum Krankenhaus. Also, rufen Sie Dr. Chuck an. Gut. Come away. Aufpassen, Leute. Aufpassen. Die Herrschaften, soll ich Sie dann abholen oder kriegen Sie selbst eine Abholung hin? Der Helikopter vom AD hier. Keine Ahnung. Ja gut, fahren Sie los, Herr Taxifahrer. Ich habe einen Unfall. Der war müde, der muss mal tanken. Kommt, Alter. Ja. Machen wir jetzt einen Abendspaziergang. Geht's dir gut? Ja, eigentlich schon. Nichts passiert? Nicht so wirklich. Ich glaube, hinter uns sind irgendwelche Kollegen aus dem Mangel. Wir sind in unserem Job sowas von wieder los. Ich hab gesagt, ich will nicht fahren. Das bisschen ich hab gesagt, ich will das nicht angeschnallt machen. War. Der ging mir auf den Sack, Junge. Der Umschnallgurt rettet Leben. Milan. Ja? Telefon. Dr. Chuck? Curtis. Wir haben ein Problem. Ach. Der Flugschrauber lebt nicht mehr. Der Mr. Schlumberg hat ins Dings gegriffen. In die Steuerung vom Helikopter. Okay, geht's. Und dann kam Westwind. Ja, einen geht's gut, keiner hat sich verletzt. Okay. Und dann kam Westwind. Und jetzt hält hier so ein Mini-Cooper an. Ich glaube, das ist aus Magnum MD mit Scherze. Okay. Wir bräuchten eine Abholung. Wo seid ihr denn? Wir sind auf dem Highway. Great Ocean Highway, Route 1. Ich glaube, unter dem Militärstützpunkt da, in einem Tunnel. Okay, und der Hubschrauber? Der steht im Tunnel. Gut, dann ruft bitte die Sheriffs, dass sie den abschleppen lassen. Okay, wie ist denn die Nummer vom Sheriff? Ich glaube, 922, dein Telefon sollte das drinstehen haben. Okay, ich guck mal. Ja, schau mal. Hölle ist denn hier passiert? Ja, eine gute Frage, ne? Alles okay bei und euch? Geht's euch gut? Ja, schon, ja. Denk schon. Hat einer die Nummer vom Sheriff? Was? Von wem? Ach, da. Von wem berichtet die Nummer? Die Leute, was kann ich für Sie tun? Hallo, Push hier vom Baker aus Paleto. Hallo? Mhm. Wir bräuchten vielleicht mal eine Sheriff-Streife. Wo sind wir denn hier? Beim Militärstützpunkt, am Highway, am Tunnel. Beim Nordausgang. Ja. Was ist denn da genau los? Na, da ist ein Helikopter am Tunnel. Der müsste da weg. Na, ich komm mal vorbei. Okay. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Hey, alles gut, ich war weit genug weg. Alles okay. Der Sheriff kommt. Also von euch saß niemand mehr da drin? Nee. Zum Glück. Sonst wären wir ja tot. Aha. Wie sollen vier Leute das überleben? Wie? So, also so einen Unfall. Auch nicht, wie er da reingekommen ist? Na, das war der Westwind. Der wer? Der Westwind. Sind Sie Helikopterpilotin? Nee. Dann werden Sie das nicht verstehen. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich nicht. Der Sheriff kommt. Das ist okay. Gut. Ich das glaub, war wie eine Marcus Reinigung. Ich telefoniert gerade auch mit dem PD. Und warum ruft er das PD an? Wir sind im Norden. Gut. Ja. Ich kann das nur so erklären, dass der Westwind kam. Eine Karo. Er telefoniert mit unserer Leitstelle. Karl? Das war doch cool. Ja, dann ist so einer. Der ruft direkt an. Wir haben einen Helikopter in den Tunnel. Oh. Dieses Husten. Da oder? Kommt. Grüßi. Hallo, Sheriff. Grüßi. Ja, hier ist ein Unfall passiert wegen dem Westwind. Verstehe. Und da müsst du, weiß nicht, kann man den rausziehen? Haben Sie schon mal versucht, den Abschleppdienst anzurufen? Nein, nicht. Gibt's im Norden überhaupt einen? Ja, Auto, der ganz normale Auto-Repair-Staff.
Müsste das eigentlich mit Manager machen? Ah, da kommt der Chefo. Ja, können wir das so lange absperren, weil der Tunnel ist ja jetzt verstopft. Ja, irgendwie? Ich versuche mal den Abschlepper anzurufen. Dankeschön. Verstopft. Wie in mein Popo immer. Ja, schönen guten Tag, Sheriff's Department hier. Macht ihr Hubschrauber? Macht ihr Hubschrauber? Tyler! Ja? Denk dran, das war der Westwind. Der war der schuld. Der Westwind? Der Wind aus dem Westen. Achso, der Wind, ja. Ja, das ist der Chef von... Da kommt schon der Anwalt. Oh, Curtis. Dr. Chunk. Ich hab dir eine Sache gesagt. Dr. Chunk, das nicht ist alles Mr. Schlumberg sein Schuld. Nicht was? Arschloch, Wappenheiten. Du. Du bist schuld. Was? Ich hab gesagt, nein. Nein, ich hatte keine Kopfschmerzen. Stimmt, das war eine ganz klare Bestechung. Das war Westwind, das weiß doch jeder. Das erkläre ich. Das war der Westwind. Sie geben mir da die Schuld des Entschuldigens. Nein, ich bin nur nicht die Schuld. Hauptsache, ihr seid alle gesund. Schauen wir das mit dem. Alle sind gesund, niemandem ist was passiert. Ja, nichts passiert. Und der Sheriff ruft gerade den Abschlepper. Okay. Gut. Na, ist doch eher super, oder? Ja, ist doch nichts passiert. Sag's doch mal die anwesenden Herrschaften. Okay. Ich bin gerade angerufen worden. Im Comedy Club gibt's eine Karaoke-Nacht. Was halten Sie denn davon, wenn Sie alle mitkommen, Mann? Ja, Sheriff. Bitte. So, ihr seid ja mit ein paar Blinkautos hier oben, ne? Pass auf, ihr stellt euch mit einem Auto hier, oder mit einem Auto mal hier vorne mit hin, sodass ihr die rechte Spur damit absperrt. Okay. Sodass die Autos langsam hier dran vorbeifahren. Abschleppdienst ist auf dem Weg. Wer hat denn die Feuerwehr gerufen? Das weiß ich nicht. Bro, ist das dein scheiß Ernst? Oh mein Gott. Hey. Ich fahr auch mal rein jetzt. Okay. Was? Ein Karaoke-Nacht. Meda, wir müssen den Scheiß jetzt erstmal klären. Spielen, aber wir kommen nach. Wir müssen das hier erstmal klären und sie bleiben auch hier. Ich fahr mit dem Delle jetzt Karaoke singen. So, na, du bist schuld. Jetzt noch eine Mitfahr- wir kommen auch nach, ne? Ja, Medics. Haut rein. Richtig, ich wünsch was. Ja, tschüssi. Meda, wir müssen kurz da vorne hin. Wo vorne? Ah, zu einem Hubschrauber. Da vorne. Da vorne. Ja, wenigstens hat er für HP gesorgt, Junge. Was ich glaube, ich das erste Mal hat die Feuerwehr rausgefahren. Ich glaube, das war's mit unserem Job. Ach Quatsch. Dr. Chuck liebt uns. Der hat sich sogar mehr Sorgen gemacht um uns als um den Heli. Das war eine scheiß Westworld. Ist schon okay, du bist ab. Und Tyler. Ne, oder Mr. Schlumberg. Eine von denen. Guck mal, die haben das schon mitgenommen. Immer mehr Leute erfahren, was passiert ist. Das macht mich nervös. Nein, du bist halt einfach Dr. Chuck. Jetzt haben alle hier eine große Welle draus gemacht mit diesen Idioten da hinten vom Billboard. Ja, die Idioten haben die sofort angerufen. Idioten. Wir hätten das still und heimlich abschleppen lassen. Weißt du, was habe ich dir gesagt? Nicht durch diesen verfickten Tunnel. Der Schlongberg, der hat mich bearbeitet. Eine halbe Stunde. Hat er an dein Ding gegriffen oder was? Ja, warum hast du nicht den Leichten genommen? Das ist der Leichte. Ist aber gar nicht wahr. Doch, aber der war Co-Pilot und der meinte für die Action-Szene und dann hat er das Ding runtergedrückt. Und dann war ich quasi gezwungen. Tisch dem Chief Justice echt eine gute Ausrede auf, ne? Das muss wirklich unter Lupen rein sein. Oh. Am besten mit PowerPoint-Präsentation, Videos und sonst was. Ich bin gut in PowerPoint-Präsentation. Ich kann sagen, hier ist ein Notruf eingegangen. Erstmal ist wichtig, dass sich niemand verletzt hat. Einem geht's wirklich super gut. Keiner hat was bekommen. Abbekommen. Ja. Das sieht doch schlimmer aus, als es war. Ja, ist nur ein Lackkratzer. Nur oben der Propeller ist kaputt gegangen. So, also nur der Propeller hat ein bisschen was abbekommen. Genau, und dann bin ich gelandet. Ja, und dann sind wir alle ganz schnell rausgesprungen und dann auf einmal... Da war so ein Feuerball. Ja. Von da ganz hinten bis hier vorne. Aber das kann nicht an uns liegen, weil wie gesagt, nur der Rollator hatte ein bisschen Aua gehabt. Der Rollator. Die Rotation. Also die Flügel. Also nicht die Flügel, aber die Rotations...
Rotation sind irgendwie der Population. Propeller. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein Problem. Warum? Der Mr. Schlumbeck hat alles auf Kamera. Aber zum Glück ist er uns vorhin nicht gesund. Den erpressen wir sonst garantiert einfach. Der würde doch nie was gegen uns. Dr. Chuck, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir lieben uns alle. Sie wussten, was für ein Risiko Sie eingeben, wenn Sie uns einstellen. Okay, benehmen. Also bei dem Wind heute auch, das muss man sagen, das war auch klar, dass sowas passieren könnte. Und wenn der noch an deinen Stängel greift, dann ist das also... Das ist... Ne. Ja, richtig. Gar nicht in Stängel greifen, das muss ich fragen, was hier eigentlich los passiert ist? Warum das, also... Oder lassen wir das einfach bei Westen stehen? Also sie müssen nicht, außer sie denken, sie müssen. Also, bei den Helikoptern ist es so, wir sind hier rüber geflogen, ungefähr einen halben Kilometer vor dem Tunnel. Dann hatten wir Druckluftabsturz. Dann ist der Helikopter runter. So, dann kam der Westwind dazu. Dann sind wir quasi bis hier vorne. Mussten wir notlanden. Der hat uns aber in den Tunnel reingezogen. Dann ist der Propeller oben abgeknallt. Und wir sind alle ausgestiegen und nichts passiert. Sie alle? Nee, ich nicht. Der Mr. Schlomberg, der ist aber schon wieder unterwegs. Und der Tyler auch. Die wurden gerade vom Taxi abgeholt. Mila und ich. Und niemand ist was passiert. Wegen der perfekten Landung. Alle sind sicher. Ja. Wir konnten rechtzeitig aussteigen, bevor die Propeller sich propelliert haben. Genau. Puppe was? Propelliert. Das ist ein Fachbegriff. Ja. Genau. Verstehe. Hört sich an wie Puppeln. Ja, so ähnlich, aber nur mit Propeller. Ah, und ein Tunnel, ne? Deswegen das Nasenloch und die Propeller dann der Finger und ich verstehe. Verstehe. Letztendlich nur ein Lackkatzer, sag ich immer nur. Eine bitte was? Ein Lackkatzer. Ich hab Buchstabenprobleme. Ein Kratzer. Ich glaube, das Museum wird sich nicht beschweren, wenn sie das Ding so kriegen. Ne? Quatsch, der wird restauriert. Also habe ich das richtig verstanden? Die Insassen, zwei davon sind bereits weggefahren? Zwei davon sind weggefahren, ja. Alle sind heile. Ja, wir sind alle ausgestiegen und dann auf einmal Kerosin voll zeigt. Also das sieht wirklich schlimmer aus als es war. Wir sind wirklich gelandet. Okay. Also nichts passiert. Genau, wie ich gesagt habe, die zwei waren auf jeden Fall Insassen, denen geht's gut, die sind vorher ausgestiegen. Ja, die sind zum Comedy Club gefallen. Und die anderen zwei sind ich angeschnallt war und das vergessen habe. Okay. Genau. Also bis zu dem Kaboom war noch viel Zeit. Ja. Na, sowas kann passieren, ne? Ja. Na ja, klar. Bei dem Wetter. Na, so wie Arschpilz. Man weiß ja nie. Oh, kurz nach. Also, wer kommt auch bei dem Wind auf die Idee und versucht hier irgendwie reinzufliegen oder sowas, ne? Also das wäre völliger Quatsch. Naja, klar. Da wäre man lebensmüde. Also, wie zur Hölle kommt diese Scheiß-Heli in den Tunnel? Also, hallo, Mr. Blackhammer. Hallo. Ah, grüß euch. Wie kommt diese Heli hier rein, ne? Also, nennen Sie den Kollegen bitte Black Mamba ab sofort. Hallo, Herr Black Mamba. Muss ich nochmal klären? Black Mamba. Ja, machen Sie es nochmal für den Kollegen, damit das. Also, ich kann das nicht wiedergeben, so wie Sie es. Also, wir sind geflogen mit Weasel News, weil die gerade eine Dokumentation über uns drehen. Über das Baker mit Dr. Chuck und einen anderen. Und wir sind hier quasi einen Kilometer vor dem Tunnel, hatten wir Turbulenzen, ja. Die sie in den Tunnel gedrückt haben praktisch. Ja, so ähnlich. Ich musste dann notlanden, direkt vor dem Tunnel. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann hat uns quasi der Tunnel mit dem Westwind hier reingedrückt. Also praktisch unter Druck hat er reingesaugt. Genau, reingesaugt. Ja. Wie so eine nette Dame aus dem Vanilla Unicorn einen Golfball durch den Gartenschlauch. Darauf steig. So, dann ist der Propeller oben weggeflogen. Ich konnte aber trotzdem dank meinen guten Fähigkeiten landen. Und alle ohne Insassen. Propeller. Nicht schlecht. So im Halbflug, ne? Also nennt man das Rotor, ne? Propeller. Ja, Rotor, Propeller, Ast. Propeller ist Flugzeug, Apfel mit Bieren. Dann sind wir gelandet, dann sind alle ausgestiegen. Und dann hat der Feuer gefangen, aber dann waren wir schon weg.
Okay, also wer zahlt jetzt den ganzen Scheiß? Dann müssen Sie sich rechtfertigen beim Chef, hä? Na, der Chef weiß schon Bescheid, steht da vorne. Okay. Also, und der andere Chef auch. Chuck, okay, wunderbar. Genau, Dr. Chuck. Gut, sind wir mal froh, dass euch nichts passiert ist, hä? Ja, die anderen zwei, die mit drin saßen, von Wiesn, sind nur schon im Comedy Club gefahren. Ja, super lustig. Das wäre jetzt nicht Comedy gewesen hier. Deputy Rockford? Mhm. Sind Sie wie das PD in der Lage, sowas hier aus dem Weg zu holen? Natürlich. Das Abschleppunternehmen ist auf dem Weg. Aber kann es das machen? Nee, ja, das Abschleppunternehmen. Nein, kann es nicht. Kann's nicht. Die wollen sich das angucken. Ihr braucht da dieses ruhig. Special. Ah, okay, alles gut. Genau, alles das gut, alles gut, die Spezialkräfte müssen kommen. Ja, aber ja. Die wollen sich das anschauen, ist doch okay. Aber wenn Sheriff sich das anschauen will, dann soll er sich das schnell anschauen. Na klar. Was denn, Sheriff Hawkins? Gut, frage mal die Truppe vorne, wie schaut's aus? Wo ist denn Mila hin? Auf Toilette. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, sind wir froh, dass euch nichts passiert ist. Ja, und, ja. Ja, doch niemand seiner durchfliegen. So ein Tunnel-Sog ist echt widerlich. Ja. Ich meine, ich habe es ja schon im Norden gehört, dass die Leute durch den Tunnel fliegen. Das hat mir letztens ein Sheriff erzählt. Ja, aber ich habe es live miterlebt. Ja. Sie? Ich habe es live miterlebt. Boah. Naja. Aber ich fahre schön entspannt, meine Legende. Morgenrunde mit einem Kaffee in der Hand, aus dem Scheiß-Tunnel raus, auf einmal kommen mir vier dann zwei Kufen entgegen und ich habe gedacht, ich muss abschließen mit meinem Leben. Ne? Also davon bist du mir nichts, oder dunkle Hühnchen? Ja, wie gesagt, aus medizinischer Sicht kann ich da also keine Einwände. Absolut nicht. Ja, okay. Ich denke, das ist eine Legende, ein Mythos. Ja, vielleicht war ich auch noch ein bisschen im Delirium. Ich weiß, der Vorabend war ein bisschen hart, aber es hat sich sehr echt angefühlt. Sehr real. Kennt man. Ja. Was soll ich sagen? Da kommen Sie einfach mal nach oben und dann untersuchen wir Sie. Na, gerne. Ja. Sehr gerne. Okay, na wunderbar. Wer will jetzt noch kommen, sich das anschauen? Ja, der Abschleppdienst wollte sich den Scheiß. Der kriegt doch den Scheiß Heli nicht weg. Ja, lass den doch nicht anfahren. Wieder weg, mein Gott. Ich kann versuchen, ihn zu fliegen. Nur Geier. Das wird nichts mehr. Da müsste sich nur meiner draufstellen. Den holen wir jetzt ab. Der wird auf den Tieflader verladen und Abflug. Ja. Ja, das wollten die ja versuchen, hier rauszuziehen. Dr. Chuck, wir sind staatlich finanziert, oder? Bald nicht mehr. Ab heute nicht mehr. Wird das übernommen, der Schaden, Mr. Dr. Chuck? Dr. Chuck, also so ein Heli kostet schon ein paar Reason, ne? Ein paar hundert Reason. Was soll ich dazu sagen? Ach, der ist importiert, der hat nicht so viel gekostet. Ja, das ist China-Ware. Ja. Na, wunderbar. Ganz billige Elektronik. Ja, wie gesagt, lass das Abschleppunternehmen wieder abfallen hier und Also mich wundert gerade, dass die halt irgendwie eine Ewigkeit brauchen, bis sie hier irgendwie mal aus einer komischen Stadt hier sind, Alter. Es ist ja fürchterlich, ist das. Naja, ich gucke mal. Ja, die Norden ist Welt. Okay. Ich glaube, ich gehe auch nochmal eben gucken. Aber hat für sehr viel EP gesorgt, Alter. Selbst wenn ich eine Auszeit bekomme. Wollen die an der Kamera den Haken festmachen, oder wie? Oder also? Nee, die wollten das Ding, die haben doch so ein Kran-Dings da, Bumster, damit sie das hinten auf den Tiefleiter drauf packen können, verstehst du? Ja, unser Team, aber nicht der Abschlepper hier, der normale. Doch, nee, die haben einen Flatbed. Die haben doch extra so ein, damit ziehen die das Ding einfach rauf. Da kannst du doch unten festmachen an den Kufen. Ja, die haben so ein Flatbed. Und ziehst das dann drauf. Gott. Ja, du Scheiße. Was haben die Feuerwehrleute denn damit gemacht? Totalschaden. Ach, die Kamera kann man nur benutzen, vorne. Die ist nur gut. Stimmt, die schaut noch gut aus. Die scheint feuerfest zu sein, oder? Ansonsten. Kein fucking einzigen Kratzer da dran an dieser Scheißkamera. Ich glaube das nicht. Ansonsten total schade. Sehen Sie oben, der Propeller ist einfach weg. Der Rotor ist weg, ja. Rotor. Der ist einfach weg. Ja. Der Heckrotor ist auch einfach weg. Der ist übrigens schon da hinten abgeflogen. Der ist bestimmt ins Meer geflogen. Umweltverschmutzung. Also vielleicht war das auch einfach ein technisches Versagen. Ja. Vielleicht war das auch einfach eine Fehlproduktion. Ja. Mann, na gut. Mann. Ich werde jetzt mal unser Spezialteam ordern. Ich glaube, den kann man reparieren. Bin ich auch der Meinung. Oh, naja. Ich bin ziemlich sicher, dass man ihn reparieren kann. Okay, wunderbar. Die sind gleich unterwegs. Sehr Hallo, gut. Mila. Hallo. Was hast du? Alles gut? Ja. Hast du nur geschockt? Ach, wunderbar. Bist du geschockt? Nee, alles gut. Was denkst du, können wir den reparieren? Easy, ja, okay. Okay. Schön. Ja, so, ja, gut. Gehen wir jetzt zu K.O. Kanal, bitte, bitte, bitte. Wir müssen bei uns verdienen. Ja, komm. Wenn wir unser rotes Partymobil da weg haben, dann.
Ja, machen wir wieder frei und ja. Dankeschön für die Hilfe, auch ja, an die Feuerwehrmänner. Nichts zu danken. Ja klar, wir machen den Weg frei. Ja. Wunderbar, Männer, vielen Dank. Danke für die Hilfe. Also auch wenn wir heute nicht viel gearbeitet haben, finde ich, wir haben echt gut gearbeitet. Also, Curtis. Chef, wie sieht's denn eigentlich aus mit einer Beförderung? Also, Curtis, ich denke, du solltest keinen Hubschrauber mehr fliegen. Warum nicht? Einfach so. Ohne besonderen Grund. Ich sollte... So, vielen Dank, wir machen wieder frei. Ja, wir bedanken uns auch. Ne? Alles klar, danke schön. Ja, passt auf euch auf. Aber Dr. Chunk, es war wirklich nicht mein Versagen. Mr. Schlumbeck war schuld. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, nein. Ich wusste von den Turbulenzen und dem Wetter. Nein, aber er hat mich gezwungen. Immer. Bitte erklär du es dem Chief Justice. Er hat nämlich nur eine Regel aufgestellt. Nicht durch den Tunnel fliegen. Wann hat er diese Regel aufgestellt? Nachdem ich schon durchgeflogen bin? Ja, nachdem also da Beschwerden kamen. Naja, aber das waren wirklich die Turbulenzen schuld. Dann... Denk dir eine gute Ausrede aus. Ja, erklär uns. Wir denken uns schon was aus. Los, ab zum Krankenhaus. Oh Gott. Wie sieht's denn mit einer Beförderung aus? Dr. Chuck? Ich brauche erstmal ein Bier. Oh Gott. Ich glaube, Dr. Chuck geht erstmal trinken, hat er gesagt. Das ist okay. Dann vergisst es. Ich werde dem Herrn Vogel das erklären. Ja, sehr gut. Ich werde mit Mila hingehen und eine PowerPoint-Präsentation vorstellen. Ja, ich bin gut darin. Hauptsache, nichts ist passiert. Allen geht's gut. Wäre gar nicht so wild gewesen, aber das andere MD, ihr kennt es ja, ne? Ach, Scheiße, das sind Pfeifen. Ja, das sind wirklich Pfeifen. Dr. Hühnchen, du weißt genau, wie gut ich fliegen kann. Du hast gesehen, meine erste Fahrstunde. Ja, und die zweite hat schon nicht funktioniert. Doch, aber Mr. Schlumbeck hat mir in den Griff reingetummelt. Er wollte unbedingt eine Action-Szene. Der ist wahnsinnig, der Typ. Und dann wollte der zu viel Action. Und ich wollte jetzt nicht die ganze Schuld auf dem schieben, weil er hat das nämlich alles auf Kamera. Nicht, dass er es so schneidet und uns dumm dastehen lässt. Ja, verstehe. Nur ein Profi hätte das Ding so landen können, dass alle unversehrt rausgekommen sind. Und ich bin Profi. Ich bin schon zweimal geflogen. Können Sie Dr. Chuck noch mal fragen wegen der Beförderung? Ich meine, die Hälfte unseres Dienstes heute ist echt gut gegangen. Dann könnte froh sein, dass er auf demselben Rang bleibt, glaube ich. Warum? Dr. Chuck würde uns niemals feuern. Nein, natürlich nicht. Und die Arschlöcher vom Department, die können uns mal. Die haben im Norden nichts zu sagen. Sonst lieber ein bisschen mehr raushalten hier, sonst gibt's auf die Fresse. Genau. Oh mein Gott. Oh Gott. Hättest du nur mal weggepittet. Dann hätten wir einiges wieder gut gemacht. Statt Medical Department. Oh Gott. Über uns schnell die Kugel. Oh Gott. Oh Gott. Hallo Dr. Chunk. Bin ein Riesenfan. Dr. Chunk. Dr. Chuck, Alkohol ist keine Lösung. Doch ist es. Hey, nein, das will schon mit Dr. Chuck. Nein. Dr. Chuck, das will schon wieder. Ja. Denken Sie bitte über eine Beförderung nach. Wir gehen jetzt aus dem Dienst, okay? Wir gehen auch in Comedy Club. Ach so, ja. Lass mich noch ein Resümee ziehen. Bitte? Also das mit der... Darmspülung fand ich großartig. Was ist mit unserer schauspielerischen Leistung? Ach, das war großartig. Was ist mit unserer... Ja, also die Toilettenszene war echt Endchaos. Ja. Okay, die habe ich zum Glück nicht gesehen. Jetzt mal abgesehen von der Flugstunde, die natürlich nicht meine Schuld war. Okay, Curtis. Eigentlich hätte ich dich befördert, aber du hast dir jetzt ein wenig Bedenkzeit verschafft, deswegen bist du auch wieder degradiert und bleibst auf. Mila befährde ich hiermit zur Ärztin. Okay, dann wenigstens eine Sache schon mal gut. Ich gehe mich umziehen, okay? Okay, vergiss nicht, ruf bitte den Chief Justice an und erklärst du sie, bevor er mich anruft. Ich habe seine Nummer nicht. Ich dachte, hat jemand die Nummer? Gut.
Bitte? Von Santago nur. Ne, wir müssen mit Herrn Burke quatschen. Ja, dann mach das, bevor der zu uns kommt. Ja, aber ich hab seine Nummer nicht. Ja, dann fahr zum DOJ. Ja, wollte grad sagen, dann zum okay. DOJ. Ja, okay, ich geh mich umziehen. Ich schwör mein Gott, das war wirklich nicht meine Absicht, Alter. Ich kann fliegen. Ich kann sehr gut fliegen. Na dann, ja. Ja, viel Spaß beim DOJ. Und besorgen wir so eine Brille. Das wäre sehr freundlich. Okay, mach ich. Ich komm später nochmal durch. Ja, bitte. Wobei. Oder ich kann fliegen. Das ist, das war ein anderer Käfer im Kopf. Wir gehen jetzt aber nicht zum DJ, oder? Nee, wir gehen zu Karaoke Nacht. Ja. Guck mal, wo das ist. Na, das ist doch im Hollywood Boulevard. Wo das ist das? Das müsste doch hier irgendwo sein. Ich guck hier so. Pfannflasche, Dankeschön für den Wiesn am 60. Monat. Und Carolinchen, Dankeschön für deinen Prime und herzlich willkommen. Ich wurde befördert. Ich. Schön. Ja, vielleicht kann ich meine Beförderung verkaufen für dich. Mila? Mhm? Ich muss echt sagen, wir hatten unfassbares Glück, dass nichts passiert ist. Zum Glück konnte ich den Helikopter noch links lenken und runtergehen. Weil sonst, ich glaube, das wäre richtig tödlich ausgegangen. Ey, weißt du, wie oft ich so nah kurz vor dem Tod bin? Du weißt genau, ich kann gut fliegen. Ja, ist schon okay. Ich bin mindestens viermal am Tag so kurz davor zu sterben. Ich muss den Schlongberg anrufen. Ja. Vielleicht ist der DJ-Typ ja auch Mr. Schlongberg? Entschuldigung, Mina. Was? Hallo? Was ist? Geht's Ihnen gut? So, jetzt kann ich bei diesem Karaokeabend bin ich. Also, ja, wir kommen jetzt auch und können Sie mir die Nummer vom Herrn Burke zukommen lassen? Von wem? Herr Burke, Chief of Justice. Sag mal, sagen Sie, das kann ich doch nicht machen. Natürlich können Sie das. Sie sind mein Anwalt. Ich gebe es Ihnen dann, wenn Sie da sind. Okay, wir sind auf dem Weg. Was dann? Servus. Bis gleich. Okay, dann gib mir die gleich, dann ruf ich den an. Dann erkläre ich Ihnen kurz, was passiert ist. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Mila? Mila? Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber du musst auch den Polizisten noch anrufen. Der also seine Schwester fragen wollte. Ja, mach ich. Der Noob. Warte. Oh, nimm einen. Ja, hallo, ich Mr. Bullock. Ja, komm, verarschen kannst du mich lange. Ich höre dich atmen. Wo ist die Geld? Ich sehe sie. Leider ist das Bett, das man. Ja, genau. Daher. Ein Sprachband verspricht sich auch, ne? Du Dude, kannst du den Angler verabholen? Sag einfach ja oder nee. Leider meine Schwester nicht erreichen, die ist jetzt glücklich. Warum musst du denn deine Schwester fragen? Weil die die Konto gemacht hat. Oh mein Gott, das kann ich irgendwoher aus der vergangenen Zeit. Na, dann wecken sie die. Das mache ich doch täglich schon. Das klingt krank. Ja, okay, dann rufe ich in 10 Minuten nochmal. Natürlich, sehr natürlich machen sie das. Okay, dankeschön. Der hat seinen Schwester nicht erreicht. Anometer. Ja,
Oh mein Gott. Alles gut, beim Profi. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ja. Und jetzt zu Kokoba. Kokoba. Ja, Omila ist erkältet, aber heftig. Hoffentlich stirbt der Bär, oder? Ja, Duff ist besser geworden, natürlich. Ja. Hm. Warte mal. Der Mr. Schlumbeck hat gerade mit einer anderen Stimme mit mir gequatscht. Und er hat gesagt, keine Ahnung. Vielleicht will der unentdeckt bleiben. Der miese Penner. Der böse miese Penner. Hallo Max. Guten Abend. Nee, nur eine normale Erkältung. Wir müssen irgendwie parken. Aber wo ist es in welche Bar? Na, da links, guck mal. Da sind super viele Menschen. Ah. Ja, park einfach hier. Und wir müssen Dr. Chuck so eine Sonnenbrille besorgen. Ja. Und du wurdest jetzt befördert? Ich wurde befördert. Und ich nicht. Ja, aber wenn du das kehrst, wirst du bestimmt auch befördert. Der hat bestimmt nur gerade Sorge, um Ärger zu bekommen. Ich hoffe, das ist kein Ohrstöpselbauch hier. Naja, das ist Karaoke. Ist das Dori? Hi! Na ja? Du hättest auch mal anrufen können. Wir sind gerade eben erst gekommen und ich kann da nicht reingehen, weil die Musik. Also, der singt halt zu dem Song. Na, dann nimm noch Ohrstöpsel. Genau. Ja, da habe ich momentan noch Probleme mit. Hm. Boah, ich habe dir genau erzählt, wie du die reinsetzen musst, dass sie nicht raus. Ich geh mal kurz gucken, Camilla. Na drinnen, komm. Ich hab Ohrstöpsel. Let's go. Ja, was geht ab, Jungs? Boah, der kann gut singen. Aber coole Idee, ne? Karaoke. Hab da glaube ich so auch noch nie mehr, P. Ja. Wir gehen so. Oh. Dankeschön, Kid Kush. Bye-bye.
Spaß? Ja. Kennst du Mila? Die ist verrückt. Die braucht jetzt keine Brille mehr. Augen wurden gelasert. Boah! Dieter! Dieter! Dieter, ich brauche die Nummer! Ich brauche die Nummer! Komm her! Ja. Nein, natürlich nicht. Moment. Okay. Was? Noch einmal. Mann, ich verstehe nichts. 5 3 5 5 5 5 3 5 5 2. Dankeschön. Bitte? Nee. Auf gar keinen Fall. Mila, ich komm mit anrufen kurz, oder willst du hier bleiben? Ich geh kurz telefonieren, okay? Bis gleich. Wow. Wow. Ah, der hat mir auf jeden Fall die falsche Nummer gegeben, glaube ich. Strickschweine. Hallo, Dr. Chuck. Ich habe angerufen, aber Tennis aus. Na, von Dr. Burke, ach, vom Herr Burke. Lauter! Nee, die würdest du eh nur trinken. Mila, jetzt bist du dran. Na, dann such deinen aus. Hehehe.
Blue Story. Mila, geh mal ans Mikrofon. Nein, geh mal kurz bitte. Und tanz. Na, ich mach kurz Foto. Und jetzt sing uns was. Sing den Fumi-Song. Dann mach den Teddy-Song. Los, Teddy-Song. Ja. Go Wildcats. Wie lange schaffst du das schon? Lieb deinen Traum, denn es wird wahr. Komm, die warten schon alle. Oh mein Gott, die werfen gleich Becher. Brat Gull. Raven, Dankeschön für den Prime Sub im 26. Monat. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Was passiert? Hallo? Boah. Ja, Curtis mit C, rauf da. I'm a crib walk. Ich kann nicht singen. Ah, oh, mein Hals, sorry. Der hier wollte doch gerade singen, der hier. Na, und ist dann schlimm.
Ich hätte nicht singen. Singt er? Halt die Klappe, Katze! Nein, das singt er nicht, oder? Mieze, Katze, Ruhe! Hab kein Geld. Er ist doch gar nicht Justin, oder? Keine Ahnung, kann ich nicht raushören. Kann ich unter bei Schaden, würde ich die werfen. Wo ist Mila hin? Oh. Uns ist was ganz Schreckliches passiert. Was denn? Was war das gerade? Darf ich nicht sagen. Das mit Pinsel? Das ist eine andere, als die sagen. Warte, machst du die Punk schon vorbei? Du kannst dich einfach mitten im Telefonat auflegen, okay? Tut mir leid. Meine Feste. Scheiße. Jetzt war drin bestimmt leer, ne? Zum größten Teil, ja. Stand nicht mehr viel. Bricht irgendwas? Ich kann Mila nicht riechen. Puh. Das ist, glaube ich, happy. Geil. Ach, Ticken? Nee, nee, kann das sein, ich bin ins Rentneralter gestiegen, Mann. Ach, du Scheiße. Ja bin vorbei? Hm. Ach, willst du nach Hause? Ja, dann fahr ich die nach Hause. Ja, ja. Super, danke. Ciao, Leute. Ja, hau rein. Die kommt schon gleich wieder. Ja, nicht, dass sie sich voll. Doch, wenn die Angst hat. Nicht, dass die sich voll scheißt. Das ist nicht mein Problem. Ja, aber meins. Ja, das stimmt. Ja. Die ist krank, weißt du, wie das stinkt? Ruf sie einfach an. Stimmt. Aber dann bin ich zu anhänglich. Ich hab. Curtis! Guck mal, mein Bein, ich hab Viech am Bein. Unten. Viech? Viech? Oh. Unten. Da ist kein Viech. Da ist Viech. Ich sehe kein Viech. Rechtes Bein, obere Wade. Ach, ist das... Ah, hi! Hallo. Ist das ein Amelnokoi? Ja. Cool. Oh, jetzt tragt er auch schon Schnüffeltücher. Oh, guck mal da hinten. Ich hab sie gerochen. Oh, Mila. Ja? Muss ich abputzen? Was? Muss ich abputzen? Nee, ich wollte jetzt den Banger Bing. Okay. Warte, was würdest du davon halten, wenn ich das hier mache? Oh, warte, Stöpsel. Ja, mach schnell. Okay.
Dann drinne. Okay. Mila, das war nur für dich aufgenommen. Ich bin der Kerl des Jahres. Ich hab den Text verkackt, aber den übertriebensten Flow. Mila, das hab ich nur für dich aufgenommen. Du machst Publik. Ich werd... Mann! Ich schäme mich. Lache nicht über mich. Hör auf zu lachen. Okay, ich mach nicht. Da kommt der Typ mit der Darmspülung. Und wie fühlt sich das Motorrad jetzt an? Ja, wunderbar, ne? Also so, ich, wie gesagt, fühle mich gleich 30 Jahre jünger auf dem Bike, ne? Ja, das ist gut. Ich glaube, so schaffe ich die 100, 120 locker, ne? Und ich meine Jahre nicht km/h, ne? Das ist gut. Das ist ja. Super. Ja, wunderbar, wunderbar. War die schon drin? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon vorbei. Mila hat sogar gesungen. Ach was. Mila, ich habe einen Post gemacht, ne? Ich habe gedacht, das wäre hier ein Comedy-Club. Aber ich gehe mal rein, ihr Lieben, ne? Okay. Auf Wildcat. Auf Wild. Warte, muss ich mich... Du musst liken. Du solltest das doch keinem zeigen. Ich kann noch gar nicht schwirpen. Okay, sorry. Du bist doch der viel bessere. Manu. Ich dachte, du bist scheiße. Ich war auch scheiße. Und dabei hast du dir den Track angehört? Ja. Jo, dankeschön. Hey, Dr. Chock ist auch gerade gekommen, der ist an der Bar und trinkt. Oh, okay. Es wird auch besser so. Bringen Sie mich in Verlegenheit hoch. Ja, oui, warum? Na, wegen meinem Rap. Hey, dann spiel ich den nur noch im Auto. Ja. Ja, kann man ja eigentlich machen, aber ist jetzt so nicht, ne? Also, nach dem letzten Ding. So mit dem zu Dori und so gehen, damit wir über was anderes quatschen. Ja. Okay. Ich bin echt kein Rapper. Ja, du kriegst es schon hin. Aber das wäre doch gut gewesen. Oder wenn du meinen Luftsong gemacht hättest. Ich deinen Luftsong? Ich kann den machen, wenn du willst. Nein, ich meine, wenn du meinen gesungen hättest. Ach so. Von hier, aber gut in Nacht. Naja, so allgemein, also an wem sind dir das Beinkleid eher? Links oder rechts? Was hat mehr Style? Ganz erstes Bauchgefühl. Könnt ihr den Beitrag liken von du und Mila auf Wildcats? Wir brauchen Fake-Click. Ja, wie ja eine Bühne stand. Oh Mann. Leb dein Traum. Deine Welt. Der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Ich will ja nicht angeben, ne, aber ich hab $20 in der Hand. Woher hast du so viel? Von Mila Taschengeld. Ja. Und Mila kann ohne Sonnenbrille rumrennen. Ihre Augen wurden gelasert. Mhm. Und jetzt bin ich ein super Laserheld. Hey, Mikey, vielleicht solltest du das auch mal machen. Nee, ganz bestimmt nicht. Okay. Warum oben? Wir machen das oben. Mit einem Laserquer. Ihr macht das? Warte mal, du hast ihr die Augen gelasert? Na klar. Oh, shit. Dann mach ich es erst recht nicht. Mila, Dori, muss Mila nur herzlichen Glückwunsch sagen. Wofür? Die wurden mich heute befördert. Ja, ich wurde heute befördert. Dank Glückwunsch. Mila hat ihren Doktortitel bekommen. Geil. Ich bin stolz auf Iba. Ja, wusste mich auch nicht alles auf. Ich habe nämlich ein Darmspiegelungsspülung gemacht. Danke für die Likes. Mit extra viel Hornhautentfernung. Ja, wir mussten heute eine Darmspülung machen bei den Typen. Eine Darmspiegelung? Ja. Mhm. Wie sieht's aus? Mit Jimmy zusammen, oder? Also das war eine echte Arbeit. Da mussten wir erstmal mit dem Bohrer ran. Bei MDK, danke, dass du hier warst. Ja. So verhärtet? Ja, und mit einer Feuerwehrangst und mit einer Spitzhacke. Was haben wir alles? Bombenbrenner. Ein Akkubohrer.
Mann, es tut euch echt gut, da oben zu arbeiten. Also wir mussten uns echt durch den Dschungel kämpfen. Ihr wisst nicht, gestern hatte Pinsel Leitstelle und war allein im Dienst. Pinsel ist komplett ausgerastet. Irgendwie 5 Leute, die niedergeschossen wurden. An der anderen Ecke war was, an der anderen Ecke war was. Er hat mich und Obi einfach nur angeschrieben, meinte, steigt sofort ein! Und hat uns mitgenommen. Was ist denn eine Pinsel überhaupt? Die haben wir ihm reingeschoben. Was nur die? Ach du, genau, das war der Schlau. Warum hast du die mitgenommen? Ich hab die weggeworfen. Nö, den kann man ich nicht behalte das. Hat die gereinigt vorher, oder? Ja, kann man sich einrahmen, ne? Meine erste Darmspiegelung. Oh, ja, das hat zu meiner Beförderung beigetragen. 20 also, Dollar, wer am Schlau riecht. Oh Gott. Nee. Also Smite zu. Ja, ich hab kurz überlegt, aber nee. Mit 20 Dollar. Kriegst du Bar auf die Hand, ich hab's in der Hand. Also Slim hat's halt gemacht. Ja, hätte auch. Ja, tu die doch einfach im Truck, Mila. Schmeiß die hinten einfach drauf. Der Typ sieht eher aus wie ein Klimmensbild. Und was habt ihr hübschen Menschen heute nur so vor? Oh mein Gott, fick mein Ohr. Ah, du Scheiße. Also, awo, Digga. Awo. Geht jetzt da drin nur was ab? Können wir ein paar Stühle werfen? Ich dachte, du singst jetzt. Bist du bescheuert? Warum? Ich kann nicht mal meinen eigenen Namen richtig aussprechen. Ja, aber du kannst doch... Also, ist ja frischer Fisch. Hey, Tyler. Ach ja, was geht, ey? Die Sachen vorhin vergessen wir. Was haben wir? Ja, das ist nie passiert. Das ist nie passiert vorhin. Außer wir fragen sagen. Was ist denn passiert? Also ich weiß nicht, was du meinst. Diese krasse Explosion im Tunnel. Im Tunnel. Verstehst du es nicht? Mit dem Helikopter. Nicht, was passiert ist. Warte, was? Ist doch gar nichts passiert. Frag besser nicht, Dori. Der Sheriff war da, die Feuerwehr war da, alle waren da. Was habt ihr getan? Nichts. Nichts, es ist doch gar nichts passiert, ja, oder? Medic hier am Boden oder was? Mein Auto. Nein, das ist. Mila, guck mal, das ist die Frau, die mich verhauen hat. Hä? Ich bin doch keine Frau. Nee, die Spinne. Die Spinne. Aber ich hab schöne Lippen, oder? Guck mal. Die Spinne. Oh, hallo. Hi, Spider. Die hat mich voll weggelasert. Ja, ich hab ihr gesagt, sie soll dich bekämpfen. Hey, du boxst echt so gut für ein Mädchen. Einen Schlag, ja. Na, du bist doch eine Frau, oder? Ja, aber das ist jetzt so reduziert auf ich bin eine Frau, deswegen... Excuse me, wir haben 2022. Entschuldigung, das wollte ich nicht. 2022. Genau. Dreh mich jetzt einfach um. Mann, Mila, dreh dich doch wenigstens weg, Mann. Wie, wohin denn? Ja, in eine andere Richtung. Wollt ihr auch ach in unseren so, Kreis? Wenn ich huste. Nee, wir wollen gleich eh los. Komm, mach einen Platz. Wir werden ein Ei. Wir haben noch das sind auch schon. Der wartet da vorne. Ja. Macht ihr beide Kussi-Kussi? Oder Bussi-Bussi? Oder Koko. Also wir müssen jetzt los, also ich weiß nicht, ne? Also. Aber auf den Berg. Ja, Rutsch, ne? Verstehe schon. Oh, ich hab was rausgefunden. Wir haben doch gar nichts gesagt, oder? Das hat man doch schon an deinem Blick gesehen. Wie der sich über die Lippen geleckt hat. Ich hab auch ein bisschen was gerochen. Das kommt davon, weil du gerade scheißen warst. Ach ja, stimmt. Und wegen den Schläuchen. Ja, stimmt. Ich hab mit meiner Hand abgeputzt, guck. Oh mein Gott. Okay, boah, ist schon echt spät und so, ne? Ja, wie? Ja, was ist denn? Leute? Freunde? Lass wie ein T-Rex, einfach nicht bewegen. Das sieht sie uns nicht bewegen. Freunde, wo seid ihr hin? Freunde! Nicht bewegen, Leute! Etwas totstellen. Oh. Ja, stillgestanden. Freunde, hallo! Mila, ich bin hier! Oh, hi! Die anderen mussten weg. Ja, husten ins Gesicht, ist okay. Dann können wir ja auch gehen, denke ich, oder? Hast du Erdnüsse gegessen? Ja. Weil da kleben noch welche in deiner Hand. Oh, nee, das ist mein Popo. Achso, das ist ein Popo. Kannst du das irgendwo abschmieren an eine Pflanze davor, ne? Okay. Nein, nicht bei mir. Zu spät. Dann wusch ich das ja ab. Mann. Aua. Hör auf. Ich wusch das ab. Was guckst du so? Okay. Ich helf dir, Wo warst du? Ja, klatsch es vor meinem Rücken. Ja. Weg damit. Warte, ich klatsch
Quatsch ist auch von dir, Will. Geht ja ab. Nicht so schnell, Alter. Mir wird schwindelig. Ich glaube, ich bin sauber. Oh, das ist gut. Das ist gut. Halleluja. Ich sag, das ist wie ein T-Rex. Ich bin jetzt mal ehrlich, wo sind alle? Nein, die stehen vor dir, du kannst gucken. Du siehst wieder ohne Bulle. Hey, da, ich sehe wieder ohne Bulle. 18 Nula oder wo haben wir den neuen Namen? Oh Gott, ausweichen. Hey, Mann. Kommen so grüne Brocken geflogen. Ihr halt rum, weil die hustet, die müsst die Pupsen hören. Ah, oh nein, die greift mich an. Ich komm nur dazu. Wir sind doch alle Freunde, oder nicht? Ja, klar. Oder ja, oder und nicht? Alle mal krank. Sind wir dabei die Kommunisten? Ach komm schon, das ist so ein Freundschaftsding. Man hustet sich gegenseitig an. Ach so, ist das so? Ja. Ja, aber man kann doch einfach die Hand vom Mund halten. Ja, kein Bock. Okay. Und auch noch zusätzliche Bewegung. Wie sehe ich denn aus wie Chuck Norris? Bisschen. Mila, ich liebe dich trotzdem. Du kommst eine Blase aus deiner Nase. Mach die weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle von uns Distanz aufbauen. Ja, oh, Mama, das ist so vor. Das ist meine Schwester. Ich stehe wieder auf das Schutz. Oh Gott. Lisa. Hey, Mila, ich werde dich immer lieben, egal wie weit ich von dir entfernt stehe. Hallo. Ich liebe euch auch, Freunde. Hör auf zu sabbern. Ich glaube, das... Ja, auf, oh mein Gott. Ja, gerade haben wir noch einen großen Kreis. Jetzt haben wir niemanden mehr. Oh, hallo. Da, ich komm mal zu dir. Ja, wie? Warum? Komm mal, wir können uns durch die Scheibe angucken. Also, okay. Wie witzig das ist. Ach, Quatsch, komm. Lass dich doch mal dücken, ha? Ja. Ich bin ein sehr toleranter Mann. Du brauchst auch sehr viel Geduld. Du warst oh, ihr seid wie die Kinder im Kindergarten, die ich immer knutschen wollte. Und ich war zu dick zum Wegrollen. Ich bin ein Schild. Also, du bist mein Schild, wenn du stehen. Wahrscheinlich bin ich schon infiziert. Okay, dann geh du auch weg. Nee, die ist auch ein bisschen infiziert. Dori, du brauchst gar nicht quatschen bei deinem Haarausfall. Warum Haarausfall? Ich hab sieht jedes Mal aus, als wäre der Jabba-Wookie bei uns gewesen, wenn du duschen warst. Hä, hey, das ist Pinsel. Nee, der Pinsel ist einglatt. Ja, was steht hier hinter mir? Du bist unser Schutzschild, jetzt bleib stehen. Ich brauche eine Barriere dazwischen. Ja, vorhin habt ihr Bock, was zu unternehmen. Ich muss nur kurz eine Gasmaske holen. Kann ich nach Hause? Ich bin echt fertig. Ja, bitte nach Hause? Ja, bitte. Okay. Ist, glaube ich, vielleicht besser so. Ach, halt's mal. Ja, gute Besserung. Ne? Oh, wir müssen hier lang, das Auto steht da vorne. Wo steht er? Na, da vorne. So, wie arbeitest du gleich noch? Ja, ja, klar, bis okay. Später zu Hause. Was? Bis zu Hause. Nur, ich komme gleich tätowieren noch. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Geh mal gleich wollen, Birdie. Ja. Merk, wie meine Stimme weggeht. Immer mehr. Ja, weil du die ganze Zeit rumschreist und hustest. Ach komm. Ich fahr. Ich hab voll gut gesungen. Nee, ich kann schon fahren. Okay. Du fährst uns nur in den Tod. Wie mit dem Hubschrauber. Hi. Ich hab dein... Oh mein Gott. Kannst du, wenn du das ganze Chor voll scheißt, bitte die Bürste benutzen? Nein, habe ich vorhin auch nicht. Heute Morgen sah das so aus, als hättest du ja Kakao gemacht im Klo.
aber ich habe auch nicht gespült. Nee, die ist nicht Corona, die ist nur erkältet. Mann. Black Beast, Dankeschön für den Restart im 17. Monat mit Kekko Stern. Dankeschön. Und Pest, vielen lieben Dank. Du bist mein, ne? Ja, wie. Mann, Mann, Mann. Ach, komm schon. Man muss ja auch nicht übertreiben. Ja. Ja. Gerne wohne bei dir. Ja, doch. Und Brust eincremen. Warte, bis ich zu Hause bin. Ich mache das. Lass mich das besser machen. Vertrau mir. Ja. Hey. Ja, was? Na, pass auf, wo du hin warst. Ja, das ist doch aber nicht mal berührt gewesen. Doch. Überhaupt nicht wahr. Doch. Alles gut. Ja, bis gleich dann. Bis gleich, mein Süßer. Ja. Ich werde auf dich warten. Ja. Du kannst ruhig schlafen gehen, du musst, also... Nein, ich warte auf dich. Ich werde auf ewig warten. Geh ruhig schlafen. Ja, ja. Ich schreibe dir dann später, wenn du schläfst, die Brust ein. Oh mein Gott. Waschen. Zum Glück habe ich Ledersitze. Na, Herr der Ringe nachher. Zweiter Teil, Alter. Richtig Bock. Wer ist Mude von euch? Was wird hier? Ey, ich bin komplett alleine jetzt. Ne? Müssen wir mal gucken, was wir machen. Achso. Hallo Mila. Ich war mich kurz waschen. Hallo Dr. Chunk, sind Sie betrunken? Was geht? Von der Skala von 1 bis 10? 3. Scheiße. Ich wollte nur sagen, dass ich den Herrn Burke nicht erreicht habe, weil es schon spät ist. Aber ja, ich werde morgen anrufen. Bitte tut es, ich wurde jetzt schon 10 Minuten im Central Krankenhaus zusammengeschissen. Warum, von wem? Ja, von den anderen Abteilungsführern und so. Okay, was haben die gesagt? Ja, ist egal. Sie haben halt geschimpft und gemacht. Nein, Dr. Chunk, ich will das wissen. Nein, du sollst dich da nicht einmischen. Es war ein Unfall. Ich möchte nur, dass du den Ball flach hältst. Ein wenig. Geht das? Bist du Krankenwagen fast? Na, das müssen Sie mir näher definieren, Dr. Chunk. Was heißt den Ball flach halten? Ja, nicht in Tunnels fliegen zum Beispiel. Na, Dr. Chunk, das war doch ein Unfall. Ja, okay, Curtis. Wenn ich in den Tunnel flieg, dann flieg ich da durch. Ja, aber das heißt nicht, in den Tunnel fliegen, das sagte ich dir da vorher. Und das Problem ist, die Jay sagte das auch vorher. Das haben Sie mir aber nicht gesagt. Natürlich, ich habe dir vor dem Abflug gesagt, fliege ja nicht durch den Tunnel. Ja, aber Sie haben nicht gesagt, dass das Department of Justice gesagt hat, nein. Das sollte für dich keinen Unterschied machen. Haben Sie recht. Ich habe gerade vergessen, dass Sie mein Chef sind. Ja, das
Kai, ich werde morgen versuchen, den Herrn Burg zu erreichen. Ja, dann schildere ich dem 1:1 den Unfallplan, der uns passiert ist. Und wie lange muss ich denn jetzt alles wieder gut machen, damit ich die Chance habe auf eine Beförderung? Weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, Mila ärgert mich jetzt. Curtis? Ja? Ich weiß noch nicht, wie die Justiz und der Commission entscheiden. Ich habe jetzt gesagt, dass du degradiert wurdest. Stimmt nicht, aber ich habe es so eingeschrieben. Aber warum tun Sie das denn? Es war doch nur ein Unfall. Curtis, du bist da reingeflogen, obwohl das nicht erlaubt war. Wir müssen jetzt schauen, dass sie dich nicht raushauen. Darum geht's. Aber wer will mir denn beweisen, dass ich da reingeflogen bin? Wie soll der Hubschrauber da hineingekommen sein? Na, durch Vakuum. Curtis. Er wurde reingezogen. Curtis. Haben Sie noch nie Ihre Lippen in einem Staubsauger gehalten? Oder an anderen Körperteilen? Wenn Sie in Ruhe Ihr Zimmer saugen wollten? Okay. Da passiert das gleiche schaffst, Unterdruck, nimmt man das, Dr. Chuck. Curtis, wenn du schaffst, es glaubhaft dem DOJ so weit zu verkaufen, dass sie überzeugt sind und nichts mehr passiert, dann schaut die Zukunft rosig aus. Und ich kann nur mit dem Chief of Justice reden. Ja, der Santiago ist, glaube ich, auch am Wochenende nicht da. Aber wissen Sie, was ich komisch finde, Dr. Chuck? Dass das andere in diese Furt kommt und sich beschwert, obwohl die nicht mal wissen, weil es nur 4 Leute wissen können, was genau passiert ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe auch nichts dazu gesagt. Die haben sich ja beschwert, dass die Funkordnung nicht eingehalten wurde, die Alarmierungsreihenfolge und du weißt ja, die haben unten lange Protokolle. Ich arbeite im Norden, was interessiert mich deren Funksachen? Das war kein Flug, um jemanden zu retten. Das war etwas mit einer gesagt, Presse. Richtig. Da hast du natürlich recht. Das war ein Dreck. Ich scheiß auf deren Funk. Das habe ich ja gesagt. In deren Reihenfolge. Mit ihrem komischen externen Blatt. Die haben doch alle einen Stock im Arsch. Curtis, du sollst dich nicht ärgern. Mann! Curtis, tief ein- und ausatmen. Curtis. Du schläfst jetzt eine Nacht drüber. Nee. Ich werde jetzt dahin fahren und werde dich zusammenschlagen. Und dann? Was passiert dann? Dann habe ich ein Statement gesetzt. Und wen hat es beeindruckt? Ich möchte dich nicht verlieren, Curtis. Ich möchte eigentlich schon, dass du bei uns bleibst. Ich gehe mit Maske dahin. Curtis. Ich schlage den ganzen Haufen zusammen. Ich arrangiere Gangster. Die kommen mit mir. Wie bei der Revolution. Das ist ein verlockendes Angebot, aber lieber nicht mehr heute. Warum nicht heute? Ja, weil du heute aufgeregt bist. Du sollst dich entspannen. Dr. Chuck, wenn ich wieder meinen Job verliere, dann kann es gut möglich sein, dass ich böse werde. Curtis. Und ich möchte nicht böse werden. Nein, du verlierst deinen Job nicht. Im schlimmsten Fall macht er halt wieder eine Woche Urlaub. Und bis dahin ist alles vergessen. Es kann doch nicht wahr sein. Es gibt doch sowas wie menschliches Versagen. Ja. Niemand kann mir beweisen, dass das nicht das war oder das Wetter. Die sollen mal alle nicht so tun, als hätten die genau gesehen, was passiert ist. Vor allem nicht die ganzen Idioten, die den Stock im Arsch haben. Ja, es ist egal, was die... Niemand wird verletzt, Dr. Chuck. Es ist egal. Das ist Gott sei Dank. Es ist egal, was die Leute im Süden denken. Es geht nur darum, was der Justiziar denkt. Na, ich gehe nur und erkläre das. Und wenn die meinen, das ist gelogen, was ich sage, dann sollen sie mir das gegenbeweisen. Dass ich gelogen habe. Die können nicht einfach Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Ja, weil sie davon überzeugt sind, dass ich die Unwahrheit spreche. Genau, das können sie. So haben sie auch den alten Chef herausgetan. Nein, der wurde gefeuert, weil sich mehrere Personen und mehrere Opfer darüber beschwert haben, wie er mit den Leuten umgeht. Okay, Curtis. Wie gesagt, wir drehen uns im Kreis. Bitte klär das einfach mit der Justiz, dann ist alles geklärt. Ich versuche da jemanden zu erreichen. Ja, probier es. Heute wird wahrscheinlich niemand. Nein, heute schon zu spät. Morgen aber. Morgen oder Sonntag. Okay. Okay, Curtis. Dann wird jemand befördert?
Ja, natürlich. Okay, ich streng mich an. Okay, streng dich an, Curtis. Ich glaube an dich. Ja. Bye-bye, Dr. Chuck. Bye-bye. So 99% bilde ich mir das nur ein, ne? Aber ich will das trotzdem sagen. Es fühlt sich vom Gerede jetzt so an, allein, dass er schon darauf angesprochen wird, so. Na klar, ist ein großes Ding jetzt geworden. Hat für viel RP auch gesorgt. Ich glaube, das auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist, das erste Mal die Feuerwehr wirklich rausfahren konnte und da irgendwas löschen könnte, bla bla. Was hat immer so, hat dem Medic so einen bitteren Beigeschmack, auch bei der ersten Sache mit der Bewerbung, als wüssten die zu 100% nicht, was wir machen. Und das nervt, Alter, es nervt. Na klar war das kacke, natürlich. Natürlich ist Scheiße passiert. Natürlich halten wir uns nicht an die Medic-Regeln, so wie die das RP spielen, ganz klar. Wir machen unseren eigenen Stuff, Alter. Aber das ist auch kein purer Hardcore-RP-Server. So, warum, ich verstehe nicht, warum man immer versucht, andere Leute einzuschränken, Alter. Kann ich nicht nachvollziehen. Ihr dürft das nicht so machen. Wenn ich mir Streams angucke, vom PD, beim Nick, beim Stay, egal wo, Alter, die benutzen alle das interne, was BitDevil und so gemacht hat. Aber die Medics müssen wieder externe Datenblätter benutzen. Müssen wieder da. Junge, Alter. Das ist auch der Grund, warum wir damals auf Alternet die Medics einfach rausgelöscht haben, Junge. Boah, zockst du Rathos Lich King, ja? Junge, diese ganzen. Ehrlich. Egal, ich handle das, RP. Ich sag auch nicht, dass das so ist, ne? Soll jetzt keiner von euch irgendwie sagen, ja, die machen Meta oder so ein Shit. Ich darf das sagen, ich bin nur der Spieler. Dass ich das Gefühl habe. Ihr haltet die Schnuss, bitte. Es hat nur immer so einen ganz komischen Beigeschmack, so. Natürlich war das kacke, Alter. Aber das, ich sag mal so, das war so kacke, dass die Leute sich nicht im RP darüber aufregen sollten oder irgendwas machen sollten, sondern dass der Support dann zu mir kommt und sagt, yo, Bruder. So, ne, wir wissen, du kannst fliegen, so, aber da ist dir Mist passiert. Hier hast du 1, 2, 3 Tage Auszeit dafür. Mann, Alter. Eben immer diese komischen Medics, Alter. Ich weiß noch, auf Alternate haben die rumgeheult, kriegen zu wenig Geld, kriegen das zu wenig. Junge, wir haben den Bums einfach zugemacht. Wir haben einen NPC dahingestellt mit Defibrillatoren. Danach hat keiner mehr das Maul von denen aufgemacht. Hab ich vergessen, wohin ich wollte, Alter. Neulich haben sie Nick direkt in Support geholt, weswegen. Nee, das ist, guck mal, das wäre ja auch fein. Wenn ich jetzt im Support müsste, deswegen heute noch oder morgen. So, vielleicht melde ich mich nachher auch selber. Und sag, yo, ich weiß, ne? Ohne Ausrede, so. Hat halt nicht funktioniert, Alter. Von 10 Mal funktioniert halt 9 Mal nur. Krieg ich Strafe, fertig. Bums, Ende. Nee, kein Phasmo. Ich geh gleich nur Hals tätowieren. Wollen wir hier kurz rumgucken, was abgeht. Ja, wie? Ich will RP spielen, Junge. Sibulin, streiffrei, Dankeschön für den Boost am 16. Monat. Ich spiele doch alleine nicht Phasmo. Seid ihr irre, Alter? Wenn Mila sagt... Boah, was war denn das da? Wenn Mila sagt, okay... Ja, jetzt habe ich nicht gelesen. Spielst du Wrath of the Lich King? Hallo, Herr der Wunder. Was ist denn das für ein Gefangenentransport, Junge? Ja, Mann. Macht Bau noch ein bisschen Bock, Alter. Nee, Mila soll mal in eine Badewanne gehen, Alter. Die ist krank. Kuruk, du Smon. Dankeschön für 5 Gifte Zaps. Ja, das wurde im RP ausgespielt, klar. Aber kein Medic kann jetzt hingehen und sagen, ja, der ist in den Tunnel reingeflogen. Weil, der Ball spielt, Junge. Einer wirft den Ball, du wirfst ihn zurück. So, die sollen nicht so tun, als wüssten die, was passiert ist. Und so kommt dann nämlich rüber. Den Griff vom süßen Patrick, boah. Dankeschön, Kuruklus. Aber ich bin auch gerade ein bisschen deswegen mad.
Also nicht alles für bare Münze nehmen, was ich sag. Boah, Jack macht das nicht, Alter. Meine Hände zittern. So. Stimmt. Und vor allem plappert mir nicht nach, weil ich kann mich auch irren. Und ich habe auch nicht recht. Immer. Ich hab schon hinkommen. Auf welchem Server spielst du denn? Die Dings soll richtig hoch sein, ne? Ich darf nicht spielen, Alter. Ich habe keine Zeit dafür, Mann. Ja, ihr sollt bei mir nicht nachplappern. Und ich sag auch nicht, dass die Meta macht oder so ein Shit. Venox ist Horde, habe ich noch meinen 60er Mage, Alter. Boah. Schön mit Rang 13. Du bist unser Streamer, wir verteidigen dich bis zum Ende. Ja, ja, ja. Wer denn? Hallo? Sind Sie böse? Ich bin's! Wie siehst du nur aus? Ich schätze mich vor den Bakterien. Aber Mila ist im Bett. Aber du bist angesteckt. Ich war schon krank. Also bist du immun, aber ich war doch nicht krank. Aber ich kann dich ja nicht anstecken. Nicht? Mm-mm. Kannst du nicht näher kommen? Ich tu dir nicht. Nein, ich hab Angst vor dir. Ich mich umziehen? Das sieht aus wie ein neuwertiges Verhütungsmittel. ja, okay, ich geh mich kurz umziehen. Komm ruhig näher. Bruder, ich dachte, da steht Nus, Alter. Geh da nicht rein. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Herr Kusch! Ja, und? Kann Ihnen keine 40.000 geben. 50.000. Warum nicht? So viel Geld habe ich gar nicht. Vorhin meinen Sie nur, das ist kein Problem. Richtig, aber wie gesagt, das Gemeinschaftskonto, da habe ich keinen Zugriff drauf. Also haben Sie, sind Sie nur ein Poser? Natürlich nicht. Ich könnte Ihnen jetzt so einfach so rein theoretisch 10.000 geben und leihen. Bürger natürlich, und das könnten Sie mir jetzt einfach spontan in die nächsten Tage wieder abstottern, richtig? Ja, aber damit komme ich nicht weit. Verdammt nochmal, wozu brauchen Sie überhaupt das Geld, Kusch? Na, das ist eine familiäre Angelegenheit. Gottes Willen, ist Ihre Frau schwanger? Das, Sind Sie überhaupt der Vater davon? Was soll denn das heißen? Weiß es nicht. Ich habe heute einen mittelalterlichen Typen getroffen, der meinte, er hätte irgendwie eine Dirne getroffen. Sie, ja, geschwängert. Deswegen ist gerade die Frage, Herr Kusch. Ich bin sprachlos gerade. Passiert Ihnen das öfters? Was? Wer ist wo schwanger mit wem? Wer ist nicht der Vater? Ist Ihre Frau eine mittelalterliche Dirne, oder wie? Nee, meine Frau ist eine moderne Frau. Ah, sie trägt also nicht so gerne alte Kleider, gibt irgendwelchen fremden Leuten in den Busch.
Nein, natürlich nicht. Wunderbar, wunderbar, gut. Herr Kusch, ich kann Ihnen $20,000 leihen. Gerade waren es noch 10. Wie sieht's denn mit 50 aus? So viel Geld habe ich nicht gerade bei mir. Na, aber vielleicht auf dem Mangondo. Auch eher weniger. Sollen wir mal nachgucken? Das können wir gerne machen, aber das wird Ihnen eher, ja, missfallen. Wie gesagt, ich habe leider nicht komplett das Zugriff drauf auf das Geld gerade. Hm. Na, vielleicht können Sie das ja noch besorgen. Ich rufe Sie gleich zurück. Wie wär's dann, wenn Sie bei Ihren Kollegen Schulden machen? Jetzt soll ich die Schulden machen? Für eine Sache, die, obwohl ich nicht mal weiß, was Sie von mir wollen, weswegen Sie das benutzen wollen, Herr Kusch. Na, das ist ein familiäres Ding so. Es geht da wirklich um was sehr Wichtiges. Und ich bin doch auch und meine Frau vertrauenswürdig Person. Ah, das ist leider auch korrekt. Das ist leider korrekt. Ja, Herr Kusch. Und wir arbeiten ja auch sehr eng mit dem Staatsapparat zusammen. Da können Sie Officer Lück fragen. Richtig, richtig. Gerade deshalb werde ich mit Lück sprechen. Okay. Ihr Geld bekommen. Ja, ich glaube. Ja, ich rufe dann gleich nochmal. Natürlich. Okay. Hallo, wer bist du? Na, Dori, immer noch. Ach so. Kann ich da hinkommen? Ja, das Bandana ist nur zum Schutz, sonst hätte ich mir ein Kondom über den Kopf gezogen. Das bringt nichts. Hab ich auch nur schon weil probiert. Die bei dir mal platzen. Ich bin noch gar nicht krank. Aber ich weiß doch nicht, die hat dich den ganzen Tag angenießt. Das ist irgendwie an dir dran. Na und aber ich hab sie doch angesteckt. Ja, aber ich weiß nicht, wie das verläuft. Bei so einer Bukake-Party ist das auch echt unstrukturiert. Hm. Ich bin's wirklich. Wer soll denn sonst hier stehen? Hm. Ich will dich ja nicht ausrufen. Na, ich bin mir nicht sicher. Na, nee. Guck, ich bin wirklich Dori. Ah, okay. Puh. Boah, ich dachte schon. Bei so vielen Autos wie hier stehen, weiß man nie, wo man reingeht. Ja, ist echt schrecklich. Sieht echt aus wie ein Autopark, Dings. Ja, ich sag denen auch immer, dass das echt wack aussieht. Hm. Ich will ein Tattoo, aber ich hab kein Geld. Okay, kriegen doch, ich hab noch Geld bei. Ja, kriegen wir schon hin. Ich hab heute im Casino gewonnen. Wie viel? 7.500. Bei welchem Einsatz? 1000. Okay. Was kann ich mir denn tätowieren lassen? Was willst du denn? Hast du eine gewisse Stelle? Kannst du mir Milas Gesicht tätowieren? Ins Gesicht? Nee, so über dem Herzen oder so. Wie sie eine Wurst beißt? Und ein Kreuz dabei in der anderen Hand hält? Mit engen Flügeln dabei? Mm-mm. Dann wird das ein bisschen schwer. Kannst du nicht improvisieren? Ohne ein Foto? Ganz ohne. Du weißt doch, wie deine Schwester aussieht. Ja, klar, aber. Ja. Wollen wir nicht erstmal was Kleines? Das ist echt eine lange Planung und so, und weißt du? Ja. Nein, ich kann ja mal im Vorlagen blättern. Na klar, wir können zusammen mal blättern. Weil alleine kannst du das nicht. Warum nicht? Na, weil mir der Katalog gehört. Und ich bin da halt sehr, weißt du? Aber der Kunde ist König. Mag's nicht, wenn du meinen Katalog anfährst, okay? Warum schreist du mich so an? Hey, keine Angst haben. Alles gut, komm wieder rüber. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Hals tätowieren lassen darf. Aber Mila hat auch, ne? Mila hat, ja. Dann leg ich hier mein Dings hin. Meine Jacke.
Ciao. Bye-bye, Justin, bye-bye. Und East Block, Dankeschön für den Prime Sub im 30. Monat. Okay. Okay. Kannst du die Heizung machen? Aha. Machst du mit Fernbedienung? Nee. Aber ich habe noch nicht angefangen. Wir müssen ja erstmal gucken. Oder weißt du, was du willst? Ich glaube, ich will einen Schriftzug am Hals. Sowas wie Sinner. Da kann ich dir zufällig weiterhelfen. So ein Zufall, weißt du? Mach dir Bauchnah-Piercing? Nee. Ich bin gerade dabei. Ich mache gerade so eine Fortbildung, weißt du? Okay. Okay, Sinner. Und noch? Nee, das war's. Äffchen? Ach, nur das Sinner. Okay. Sicher. Ja. Okay. Hast du einen Spiegel? Na klar, hier vorne, warte. Wie teuer ist denn das? Das sind $100. Okay. Hier ist der Spiegel. Danke. Ich habe dagegen gehauen. Ja, sieht gut. Aber da steht ja gar nichts hinter. Ach, da steht Sinner. Nein, da steht drinnes. Nein, da steht Sinner. Im Spiegel steht drinnes. Lies es falsch rum. Ach so. Ah, okay. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das so. Okay. Dr. Chuck meint, vielleicht werde ich meinen Job verlieren. Warum? Na, ich war mit Mila und mit Tyler und mit Mr. Schlongberg, unserem Anwalt. Der hat eine Dokumentation gemacht für Baker, für Dr. Chuck. Ja. Dann wollten wir eine Helikopter-Szene drehen. Und dann kam der Windabfall. Mhm. Und dann wurden wir in den Tunnel reingezogen. Dann ist der Helikopter kaputt gegangen, aber niemand hat sich was getan. Okay. Und jetzt muss ich mich beim Department of Justice erklären, warum der Helikopter kaputt ist. Aber weil die haben nämlich. Ja, doch, ich bin nämlich einmal durch den Tunnel geflogen. Und seitdem gibt es ein Verbot, dass keiner mehr durch den Tunnel fliegen darf. Seitdem du das gemacht hast? Ja. Aber du bist doch nicht mit Absicht in den Tunnel. Nee, das war ein Unfall. Na siehst du, dann kannst du nichts dafür, verdammt nochmal. Frag nicht, ich habe mir die Brüste abnehmen lassen. Was? Was? Das ist gut. Was? Er hat mir die Brüste abnehmen lassen. Wie kommst du darauf, dass ich... Oh mein Gott. Ja, aber warum verlierst du deswegen deinen Job? Na, weil so ein Helikopter mehrere Millionen kostet. Und das wird ja vom Staat bezahlt. Und es gibt ein Verbot. Aber gibt's nicht so eine Versicherung? Ja. Ich glaube nicht, dass sie das übernehmen. Obwohl es ja ein Unfall war. War ein Unfall? Ja, und Dr. Chuck meinte schon, dass er vom Sandwell oder so schon Anschiss bekommen hat. Als wüssten die schon wieder, was passiert ist. Ganz komisch. Also die waren, glaube ich, vor Ort, Pillbox oder so, und wussten, dass da ein Unfall passiert ist, aber natürlich nicht wie, ne? Ja, ja, klar. Es sei denn, niemand hat geplaudert. Aber ich glaube nicht, dass Mr. Schlungbeck redet und Tyler redet, quatscht eh nicht. Na stimmt, Tyler schweigt eigentlich immer gut. Ja, wie ein Gab. Komisch, komisch. Immer diese Menschen, die in Büschen lauern und alles mitbekommen. Na, davon distanziere ich mich. Hä, klar, die Nordmänner sind doch auch immer in Büschen und beobachten Leute. Du willst nicht wissen, von wie vielen Ehekrisen die wahrscheinlich wissen auf dem Minigolfplatz. Was ist mit dem Minigolfplatz?
Na, die Nordmänner, die lauern da doch da immer in Büschen. Du weißt ja nicht, wie viele Ehekrisen die schon mitbekommen haben und so. Das stimmt. Heute waren die Japaner hier. Was wollten die? Die haben den anderen Waffen abgenommen. Geklaut? Ja. Waren die nicht vor kurzem hier und meinten, die dürfen nicht in die Westside kommen hier? Glaub schon, ja. Und dann kommen die her und beklauen die hier? Ja. Und denken, die werden sich nicht wehren? Ja. Das sind komische Menschen. Ja, der sagt doch ganz komisch Wixer. Lutscher? Ich kann nicht so mit diesem Akzent reden, aber der sagt das ganz komisch. Lutscher. So ungefähr. Boah. Du hättest Pinsel gestern erleben müssen, wirklich. Gehörst du nicht zu denen hier? Nein, ich bin ja eine Tätowiererin. Mach nichts Kriminelles. Ich kann ihm Smile helfen, aber ich kann ihn nicht einschätzen hier. Sind das sofort die Gangster oder einfach nur Leute? Weiß nicht so genau, was die genau sind. Ich werde mal weggeschickt. Der trägt auf jeden Fall ein Schnüffeltuch. Das habe ich vorhin gesehen. Die habe ich auch gesehen. Aber ich möchte mich da nicht einfach ein, weil ich habe mit Kriminellen nichts im Hut. Ja, aber wenn dir was passiert, dann rastet Mila aus. Ja, das stimmt. Und dann schmeißt die bestimmt mit Kacke und so. Ja, dann auf die Japaner, die haben mich nämlich von auch mit Waffe bedroht. Ja, aber was wollen die denn? Weiß nicht, ich bin extra reingegangen und dann haben die so gesagt, ist der reingekommen, also, wer bist du und was machst du hier? Ich so, und gehörst du dazu? Ich so, nein, natürlich nicht. Also, ja, dann setz dich draußen hin und dann wollten die ein Kühlpack und der hat so gemeint mit der Waffe, so, ja, geh rein und hol ein Kühlpack und ich so, ja, okay, beruhigen Sie sich, das kann man auch fragen. So viele Verfolgungen. Na, dann müssten die zur Polizei gehen. Ja, genau. Meinst du nicht, dass sie es machen? Weiß ich jetzt nicht. Polizei ist immer so eine Sache. Warum? Die helfen einem doch. Ja, aber nicht alle sind kompetent. Ich habe auch schon unkompetente Polizisten getroffen. Ich telefoniere gleich mal. Nein, mach das nicht. Nicht? Weiß nicht mal, ob ich dir das erzählen durfte, also... Nee. Besser nicht. Aber ich hab einen Kumpel, der darauf ein Auge wirft. Der sollte halt einfach auf diese Japaner ein Auge werfen, so, weil die verhalten sich ja anscheinend kacke so. Sind wir schon fertig? Wir sind voll fertig. Willst du das Bar haben? Nein, ich mach dir eine Rechnung. Okay. Hi, mach dich aber einmal frisch. Wie? Einmal so, ne, Mütze richten. Die sitzt ein bisschen schief. Wundervoll. Sitzt sie jetzt besser? Okay. Mal, mir ist kalt. Okay. 100, mach 200 dann. Trinkgeld noch. Oder? Nein, mach einfach 100, alles gut. Was sind deine ganzen Freunde? Aber die sind gerade was suchen. Ich glaube, das sind Kriminelle. Glaub nicht. Bestimmt schon. Weiß nicht. Weißt du denn, wie die heißen? Nein. Heißen Yakuza? Wie im Film, Fernsehen? Nein. Achso, du meinst die Japaner? Ja. Boah, die haben irgendwas auf Wienet geschrieben. Wie, die schreiben auf Wienet, wie die heißen? Ich glaube halt schon. Kannst du gar nicht ernst nehmen. Die haben irgendwie ein Bild gepostet und meinten so für die Polizei. Ich verstehe die meisten Gangs hier nicht. Die sind alle irgendwie...
war auch gestern kurz mal bei den Grünen da. Die haben noch eine Kreidelinie. Was haben die? Eine Kreidelinie. Ach, brennen Mülltonnen. Nein, eine Kreidelinie auf dem Boden. Wir durften da nicht drüber fahren. Dann sind die sauer geworden. Ich hab keine Ahnung davon. Ich auch nicht. Kreidelinie hier. Für mich sehen die alle aus wie Zirkusclowns. Ja klar. Will auch nichts mit denen zu tun haben. Bin froh, dass solche Assis nicht bei uns wohnen im Moorpark. Das können die sich ja auch nicht leisten. Wahrscheinlich nicht. Nee, da steht doch nicht, wie die heißen. Und die haben nur geschrieben, für das PD. Ich hab... Der Itami ist ein Kumpel von denen, von Bennys. Aber ich glaube nicht, dass man... Ich will mich da eigentlich nicht einmischen. Ja, misch dich da auch nicht ein. Nicht, dass sie zu uns nach Hause kommen. Und Mila die alle verdreschen muss. Ich habe schon gehört, dass unser Haus vielleicht bald abgefackelt wird. Das reicht mir schon. Weil ja, wegen Pinsel. Ja, der zieht immer so eine Scheiße an. Na, du bitte presst. Ja, aber anscheinend passiert das so... Bist du da schon wieder? Was? Nee. Der wurde angerufen, da stand ich neben dem, schwöre. Okay. Ich war das nur mit den 10.000 Dollar. Okay, also weil ich wollte, dass der Geld besorgt für die Miete. Aber wird unser Haus jetzt bald brennen? Ich hoffe nicht. Kann Chuck nicht einfach Betäubungsmittel rausgeben? Das wurde schon erst geklärt. Ach so. Ha, Obi hat 10.000 Dollar gewonnen. Heute ist echt ein Glückstag. Wo war der denn im Spielen? Weiß nicht. Oh. Die Verhandlung ist am 9.10. Welche Verhandlung? Deine? Nee, irgendeine. Wir würden uns das mal angucken. Ach so. Ja, war bestimmt witzig, als die Nils da waren. Ja. Ich schau jetzt ab dann. Okay, Dankeschön. Ciao. Kein Problem. Bis später. Bye-bye. Das pärt sich. Wie cool ist das bitte? Jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. MK, danke schön für den Prime Sub. Ja, Mr. Kusch, Sie müssen abschließen, Frost. Ich habe eine ganz heiße Information. Okay, ich bin gespannt. Es ist was ganz Kleines, aber wissen Sie wahrscheinlich schon. Hier, die aus der Westside, die japanischen Motorradfahrer, ja, genau. Ja. Die scheinen wohl in der Eastside den Tattoo-Laden richtig krass zu unterdrücken. Die fahren sogar dahin und nehmen den Sachen weg, wie Waffeln und sowas. Ah, ja, okay, das ist gut zu wissen. Also vielleicht sollte man da mal ein Auge drauf werfen. Wie bitte? Ja, anscheinend sind das die großen Fische hier. Wunderbar. Ja, die sind unter ganz großen Kuscheldecke, da ist man immer stark. Gut, wunderbar. Mit vielen wem Dank für denn? Die Info. Ja, mit einigen anscheinend. Da kommt der Crow Street in Verdacht, da kommt, wir waren da noch mit Bennys und andere. Aber das kümmern wir uns schon drum. Okay. Ja, die brauchen noch. Also, ich soll das jetzt nicht weitererzählen. Das haben sie auch nicht von mir, okay? Nee, auf gar keinen Fall. Und, natürlich nicht. Was wollte ich sagen? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch wieder. Stimmt, wenn Herr Bullock fragt, wegen dem 50.000 Dollar, die mir leihen soll. Ja. Kann sie ein gutes Wort für mich einlegen, dass ich vertrauenswürdig bin? Weil ich glaube... Er hat mich schon gefragt, tatsächlich. Aber ich habe natürlich gesagt, also er hat mich gar nicht gefragt, ob er das tun sollte. Er hat mich nur gefragt, ob ich... dich irgendwie zu ihm geleitet habe und habe ich ja indirekt, aber ich meine, er soll mal nicht so sein. Der redet immer von Millionen, die er von seinem Vater bekommt. Da tun die doch 50.000 nicht weh, bleiben sie da dran. Ach, das erzählt er? Ja, hat er so erzählt. Okay. Der ist stinkereich, wissen Sie, wo der wohnt? Verdammte Scheiße. Wer wohnt denn? Der wohnt irgendwo in der Nähe von dieser Playboy-Villa. Also dein Weinwood. Genau, dein Weinwood. Ja, okay, das ist gut zu wissen. Dann ruf ich den nochmal an.
Okay, wunderbar, Grüße. Grüße. Mr. Kusch, was kann ich für Sie tun? Ich hab gerade mal ein bisschen recherchiert, ne? Sie haben recherchiert, Herr Kusch, und ja. Sie sind ja wirklich ein Millionärssohn. Und Sie haben ja auch einen riesen Anwesen in der Nähe vom Playboy-Haus in Los Santos. Also Ihnen geht's ja richtig gut. Woher wissen Sie das, Kusch? Na, Herr Bullock, ich habe auch meine Quallen. Ne? Und ich schreibe ne mit NH. Ne? Und ich möchte nicht aufdringlich sein, aber rein theoretisch können Sie meine Frau und mir die $50,000 ohne mit den Wimpern zu zucken leihen. Und das wäre sehr nett von Ihnen. Herr Kusch, wenn ich das so einfach könnte, würde ich das natürlich machen. Also wollen Sie gerade sagen, dass Sie gar nicht, dass Ihre Familie gar nicht so stinkreich ist, wie Sie rumerzählen? Natürlich ist meine Familie stinkreich, ach ja? Herr Kusch. Ich habe keine Kreditkarte mehr. Es würde mich mal interessieren, was man da noch so für Lücken vielleicht in ihrem Lebenslauf oder ihrer Vergangenheit findet und was der Schiefe dazu sagt, wenn sie überhaupt gar nicht dafür irgendwie geeignet sind für den Polizeidienst. Wollen Sie mich gerade ficken, Herr Kusch? Natürlich nicht, ich bin verheirateter Mann und glücklich. Ja, das hat sich eben noch ganz anders angehört. Nein, das war nicht meine Intention. Aber stellen Sie sich vor, da kommt irgendwas raus, dass Sie vielleicht gar nicht auf der Police Academy waren, sondern den Wisch einfach nur gefotoshoppt haben oder so. Das wäre doch voll schade. Das wäre eine Lüge, Herr Kusch. Das wäre eine Lüge. Ja. Okay, wie können wir das regeln? Wir wollen Geld, Sie kriegen Geld. Na, ich würde mir gerne einen Kredit bei Ihnen nehmen. Ein Kredit? Natürlich mit Zinsen. Natürlich mit. Aber nichts über 2%. Weil das wäre Wucher. Also keine. Okay, wie wär's mit einer Zinssatz von 1,87%? Ja, ein Sack Zwiebeln, das klingt gut. Richtig. Ja, das bekomme ich hin, da muss ich nur im Norden. Bei irgendeinem Bauern nachfragen. Wunderbar, wunderbar, Herr Kusch. Ja, ich werde hier meinen Butler James darauf ansetzen, dass Sie Geld bekommen. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ich muss jetzt gerade nochmal auflegen. Ich muss hier gerade einen wichtigen Fall besprechen. Falls Sie mal vielleicht einen gelben Schein brauchen, dann kommen Sie oben schön zum Baker. Ne? Dann finden wir vielleicht was in der Schulter. Oder, ne? Dann kriegt man vielleicht einen bezahlten Urlaubswochenendetag, Sozialhilfeempfängerjahr, Ausbildungsgrundkurs, Schnupperkurs. Ja, das kriegen wir hin. Oder falls Sie mal jemanden treffen, den Sie überhaupt gar nicht mögen. Tja. Dann. Vielleicht muss der in die geschlossene. Weil der total verrückt ist. Sie kennen doch das System. Ich kenne das System. Irgendeiner ist immer am längeren Hebel. Herr Kusch, rufen Sie mich gleich nochmal an. Was heißt denn gleich? Jetzt haben wir es jetzt überhaupt. Wir haben kurz zu 12 Uhr. Geisterstunde. Gut, rufen Sie mich 10 nach an. Oder ich rufe morgen an. Dann haben Sie noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wunderbar, wunderbar. Wir klären das, Herr Kusch. Alles klar. In der Zeit recherchiere ich mal ein bisschen weiter, okay? Natürlich, ich meine, das ist einfach mein Hobby. Ich hab's im Auge, Kusch. Ich habe auch die Krankenakten und so. Okay, Mr. Bullock, dann bis morgen. Bis morgen, Herr Kusch. Bye-bye. Morgen. Das war spontan, Alter. Das war spontan. Mila braucht die Karre, Alter. Ich sag dir das. Ja, machen wir Feierabend, ne? Machen wir Feierabend. War ja gut heute. Wir brauchen $50,000. Wie, oh nee. Gibt kein Fass, Momila ist krank, die sollen in die Badewanne gehen. Anstatt am Rechner zu sitzen. Ganz entspannt, Chat, jetzt beruhigt euch mal.
Ich bin noch morgen erhältet, oder wir. Je nachdem. War doch schön, war doch schön. Dankeschön, MK nochmal. Mach weniger Streams jetzt. Nö. Nein, gibt kein WoW. Oh. Perfekt. Ach ja. Das ist alles RP, ist alles RP. Hast die Brust vergessen? Was habe ich vergessen? Ach so. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Mila ist doch schon ausgelockt. So sieht's nämlich aus. So, ihr wunderschönen Menschen, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr schlaft alle gut. Lasst ihr nie anquatschen. Chat geht immer noch nicht. Stimmt, warte mal eben. Keine Ahnung, was da los ist. Muss ich morgen gucken. Chat geht leider gerade nicht. Wir sehen uns nachher ab 19 wieder. Okay? Bye-bye. Das nächste Lied. Machen wir das. Gute Nacht, bye-bye und vielen lieben Dank. Tschüss.